Ein herzliches Willkommen an alle paar, die schon da sind. Ja, ganz perfekt, viele sind es noch nicht, 18 haben wir jetzt, inklusive uns drei. Und das ist heute der erste Teil von zwei virtuellen Clubabenden des Clubcomputer, die alle Peter Ott bestreiten wird. Er hat sich freundlicherweise bereit erklärt, schon vor 3 Jahren, glaube ich, dieses Thema einmal abzuackern. Da haben wir uns noch in unserem Clublokal, einem Kellerlokal im 11. Bezirk, getroffen bei Speis und Trank und gemütlichem Beisammensein, Clubabende abgewickelt und gefeiert. Das ist jetzt leider nicht möglich, daher geht es nur so virtuell. Und wir haben Werbung betrieben auf Facebook, wir haben auf der Clubcomputer-Seite Werbung und Ankündigung betrieben und EMC Austria hat dank der Vermittlung von Peter Ott die Veranstaltung ebenfalls angekündigt und es sind auch, wie ich gesehen habe, viele Leute, viele Personen meinem Wunsch nachgekommen, dass man sich auf der Clubcomputer-Seite anmelden soll, obwohl das technisch keine Voraussetzung ist. Es geht nur darum, dass man ungefähr ein Gefühl hat, wie viel kommen würden. Und so habe ich also auch gesehen, wenn ich nicht irre, dass es 3 sind, vielleicht noch mehr, die vom EMC Austria teilnehmen. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, über den Clubcomputer haben wir heute nicht viel reden, weil der Peter wird lang genug reden mit seinem Vortrag. Und gebe ich also weiter an den Peter Ott und wünsche uns einen spannenden Abend. Vielen Dank, Georgi. Ja, erstens einmal ein herzlicher Dank an dich, Georgi, und natürlich an Clubcomputer, um überhaupt diesen Rahmen da zu bieten. Du hast eh schon erwähnt, wir hatten ja 2 Versuche, das als Präsenzveranstaltung zu inszenieren, sind beide mal an Corona gescheitert und jetzt versuchen wir es auf diese Art, die sicher auch nicht unattraktiv ist, weil wir dadurch ja natürlich einen anderen Einzugskreis haben. Also gerade meine Linzer ENC-Leute zum Beispiel, die ich ganz herzlich begrüße. Also freue mich sehr, dass ihr auch dabei seid. Danke an alle natürlich für das große Interesse und schauen wir mal, wie das laufen wird. Es ist, glaube ich, ein guter Moment für diese Veranstaltung. Warum, werde ich euch dann noch erzählen. Die übliche Bitte natürlich bei digitalen Meetings, bitte, wenn ihr nicht sprecht, die Mikrofone alle zumachen, damit nicht irgendwelche Störgeräusche reinkommen. Es passiert immer wieder, wenn die Leute dann sich was trinken holen oder so, man hört dann die Kinder im Nebenraum spielen. Also bitte da konsequent drauf aufpassen. Ansonsten ja, gibt es nicht viel. Feedback gerne jederzeit über Handheben etc. Digital oder auch Chatfenster sollte ich auch immer offen haben. Also wenn irgendwelche sofortigen Rückfragen wären, falls es bei mir nicht durchkommt, weil ich in meinem Vortragsflow drinnen bin, dann vielleicht an dich, Georgia, dass du halt dann auch irgendwie entsprechend intervenierst, falls ich irgendwas übersehen sollte. In diesem Sinn hoffe ich, dass das eine interessante Veranstaltung für euch alle wird und gehen wir es an. Ja, kurz zu meiner Person, für die, die mich nicht kennen. Ich bin also schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien tätig, bin seit 20 Jahren Windkraftbetreiber in Stockerau, bin auch beim EMC engagiert, Elektromobilitätsclub Österreich, auch ein sehr spannendes Thema in dem Zusammenhang. Mein privater Schwerpunkt sind einfach erneuerbare Energien. Also ich bin ja jetzt seit einem Jahr knapp ungefähr in Pension und beschäftige mich wirklich sehr intensiv mit all diesen Themen. Habe vor 30 Jahren, wie ich mein Haus gebaut habe, schon damit begonnen, alles selber zu bauen. Computergesteuerte Heizung mit Pufferspeicher, wo damals der Installateur noch gar nicht wusste, was ein Pufferspeicher ist. Ein paar Impressionen von unserem Windpark, wie wir den gebaut haben. Links ist meine Tochter zu sehen, die mittlerweile auch 25 Jahre ist und Verfahrenstechnik studiert. Ja, läuft schon sehr viele Jahre. 2006 Photovoltaik, 2007 selbstgebaute Wärmepumpe,
2017, das ist das Bild nur zur Vollständigkeit, um das zu zeigen. Meine Lithium-Batterie ist ja mittlerweile seit 10 Jahren mehr oder weniger in Installation und seit ungefähr 5 Jahren im Regelbetrieb. Schaut jetzt ein bisschen anders aus. Also schon seit 2017 war das ein Thema. So schaut mein Dach mittlerweile aus. Also 12 Kilowatt Photovoltaik auch auf ein Nebengebäude. Also das Hauptdach und das zweite, was man rechts oben sieht. Batteriespeicher 60 Kilowattstunden. Ich muss immer ein bisschen warten, bis bei euch dann die Fotos auch kommen. Also so schaut jetzt die Batterie aktuell aus, wenn sie nicht abgedeckt ist. Also da gibt es natürlich Verkleidungen. Elektroauto seit 5 Jahren. Also wir haben im Haushalt nur mehr ein Elektroauto mit Wallbox natürlich. Das Ganze integriert ins Energiemanagement. Und das geht ja dann schon in die Richtung unseres heutigen Themas. Warum es gerade sehr aktuell ist, ist der aktuelle Strompreis, der ab Dezember ungefähr Kapriolen geschlagen hat. Also wir haben ja bis November 2021 so Strompreise, also wir reden jetzt vom Energiepreis von 4, 5 Cent, 6 Cent die Kilowattstunde gehabt. Wir haben da jetzt mehrere Beispiele aktuell, also das geht bis 50 Cent. Das ist natürlich eher ein Tarif, um Neukunden abzuschrecken, klar. Aber durchaus der reale Preis bewegt sich in der Größenordnung. Ich schaue mal, ob wir da. Ja, also diese Geschichte da, das ist das, wo wir uns jetzt wirklich irgendwo bewegen. Also das ist der reale Preis, der bei den Endkunden zum Teil nachhinkt. Also das buffern uns ja die Netzbetreiber ein bisschen ab, aber in Wirklichkeit hat sich der Energiepreis mehr oder weniger verfünffacht. Drum ganz spannend eben heute dieses Thema. Worüber werde ich reden? Ein bisschen Grundlagen, wie funktionieren unsere Stromnetze überhaupt? Was ändert sich? Sprich, welche neuen Notwendigkeiten entstehen? Und wohin geht die Reise im neuen Energiemarkt? So schaut unser Netz aus, wenn man durch die Gegend fährt. Also das sind jetzt alles sehr aktuelle Aufnahmen vom letzten Wochenende. Wir sehen da ganz links so einen Ortstransformator, wie wir ihn im ländlichen Bereich sehen. Links unten das Ganze in einer etwas moderneren Form. Rechts oben, das ist mehr oder weniger der Ferrari unserer Stromnetze. Also das ist eine Höchstspannungsleitung. Über die rinnen bei Volllast ungefähr 20 Gigawatt. Also das ist die gesamtösterreichische Leistung. Wie ist das Ganze jetzt aufgebaut, was wir da so collageartig sehen? Also unser österreichisches Stromnetz hat im Wesentlichen 4 Spannungsebenen. Das, was wir im Haushalt sehen, ist die Niederspannungsebene. Das sind die 230 Volt, die aus der Steckdose kommen. Da vielleicht zur Ergänzung eine Verwechslung. Es glauben immer wieder Leute, Niederspannung ist das, was Modelleisenbahn ist oder so. Das ist die Kleinspannung. Also Niederspannung ist unsere normale Netzspannung. Während zum Beispiel meine Speicherbatterie, das ist eine Kleinspannungsbatterie. Also das ist sozusagen die Ebene noch drunter. Niederspannung kann man nicht weit transportieren, weil hohe Ströme viel Kupfer benötigen würden. Darum gibt es nach oben entsprechend Spannungsebenen mit höherer Spannung. Mittelspannungsebene, das ist das, was wir auf dem Foto links oben gesehen haben. Also diese zum Teil noch Holzmasten, die wir in der Natur sehen. Das ist die Mittelspannungsebene, 10 Kilovolt, 20 Kilovolt. Dann gibt es die zwei Hochspannungsebenen, 110 Kilovolt. Und dann gibt es diese Höchstspannungsebene, 220 kV, 380 kV. Darf ich kurz unterbrechen? Der Helmut möchte gerne was sagen dürfen. Bitte. Ich wollte nur ganz kurz fragen, bekommen wir die Folien im Anschluss? Ja, natürlich. Herzlichen Dank. Danke für. Es gibt sowohl das Ganze als PDF-Präsentation dann und ich nehme an, das, was der Georgi aufzeichnet, wird es dann als Stream auch in irgendeiner Form unter YouTube oder wo auch immer zum Nachschauen geben. Und es ist auch ganz am Schluss dann meine Mailadresse. Also ihr könnt mich dann auch gerne persönlich kontaktieren, wenn noch irgendwelche Themen dann im Anschluss als Privatissimum oder so abzuhandeln werden. Also ich bin da immer sehr offen und freue mich über jeden Kontakt, mehr oder weniger, wenn Leute wirklich da konkret dann irgendwas vertiefen wollen. Aber es gibt ja dann sowieso noch auch den zweiten Teil des Vortrags, wo es dann ja technisch in die Tiefe geht. Also dieser erste Teil, wo wir jetzt drinnen sind, ist mehr oder weniger mal so die
die Beschau des Ganzen ein bisschen aus der Vogelperspektive. Und im zweiten Teil haben wir dann eher, wo es wirklich um dann diese neuen digitalen Lösungen geht, eine wesentlich intensivere Session. Ja, diese Spannungsebenen, die wir da sehen, sind nummeriert. Also das sind die sogenannten Netzebenen 1 bis 7. Für uns sind eigentlich nur immer die Geraden die relevanten. Es gibt dann links in Grau Netzebene 2, 4, 6. Das sind dann so in der Umspannung die Direktabgänge für Gewerbe, für Industrie. Braucht uns eigentlich nicht zu kümmern, wie wir überhaupt eigentlich nur uns in den Netzebenen 7 und 5 bewegen. Also unsere Photovoltaik zum Beispiel hängt typischerweise auf der Netzebene 7. Unsere Windkraftanlagen hängen auf der Netzebene 5. Alles darüber ist das, was dann schon relativ weit oben ist. Das sehen wir aber dann später, wie sich das strukturiert. Im Wesentlichen gibt es jetzt zwei Betreiber, die hinter dem Ganzen stehen. Das sind die Verteilnetzbetreiber, die Netzebenen 7 bis 3 unter ihren Fittichen haben. Und dann gibt es die Höchstspannungsebene, die gleichzeitig ja im internationalen Kontext dann die Vernetzung europaweit ist. Und das sind die Übertragungsnetzbetreiber und das ist in Österreich die APG, Austrian Power Grid. Das Ganze bettet sich jetzt natürlich ein ins europäische Stromnetz. Wir sind in dem blauen Bereich. In der rechten Grafik sehen wir in Rot, das sind die 380 kV-Trassen, die die APG betreibt, und das Grüne sind die 220 kV-Trassen. Also das ist jetzt das Übertragungsnetz, das natürlich auch im Transit, so wie die Autobahnen, wie die Brenner-Autobahn, quer durch Österreich durchlaufen. Dieses Foto, das wir ein paar Folien weiter vorn gesehen haben, dieser große 380 kV-Mast, das ist konkret zum Beispiel da ist in dem Bereich drinnen, also das ist die Leitung zwischen Biesenberg und Sarasdorf, und das ist in Wirklichkeit die Transitachse, die da quer durch Österreich durchläuft. Und da werden eben bis zu 20 Gigawatt Leistung transportiert. Wir haben eine ähnliche Situation in Westösterreich, das ist diese Trasse hier durch. Und der gesamtösterreichische Energiebedarf selber beträgt ja auch ungefähr nur 10 Gigawatt Dauerleistung oder 20 Gigawatt Spitzenleistung. Also dieses Thema, wie wir es in anderen Lebensbereichen auch haben, im Transitverkehr, das haben wir in Wirklichkeit im Strombereich auch so. Vielleicht da noch diese berühmte Salzburg-Leitung, die immer wieder diskutiert wird, das ist da dieser Bereich. Also da geht es darum, einfach auch diesen 380 kV-Ring zu schließen, um da eine gewisse Redundanz, eine Vermaschung in das Netz reinzubringen. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, auf der linken Grafik sehen wir die europäischen Netzverbünde. Es ist also nicht ganz Europa zusammengeschaltet, sondern es gibt ein paar getrennte Netze, also das skandinavische Netz, das baltische Netz, das irische Netz, das britische Netz. Die laufen nicht in einem gemeinsamen Netzverbund, sondern die sind über HGÜ gekoppelt, also über Höchstspannungs-, Gleichspannungs-, Übertragungs-Links. Während das Blaue, das wir links sehen, das ist wirklich das synchrone europäische Netz, in dem wir drinnen sind. Das ist dieses UCTE-Verbundnetz und das ist eben wichtig. Das ist komplett miteinander galvanisch verbunden und läuft komplett synchron. Das heißt, in dem Bereich sind die 50 Hertz überall identisch und das ist eben auch die Herausforderung des Netzbetriebs. Dieses Netz selber ist wiederum aufgeteilt in viele sogenannte Regelzonen. Das heißt, geregelt wird das Netz eigentlich in einzelnen Teilbereichen, aber schon mit einem großen gemeinsamen Verbund mehr oder weniger. Also da wird in der Schweiz, aus der Historie her, waren das immer die Uhrmacher, die bestimmen unter Anführungszeichen die Netzzeit und von dort kommt der Auftrag, mit welcher Frequenz gefahren wird. Also das ist auch weitestgehend unbekannt. Das war ja viele Jahrzehnte lang das Netz praktisch das Zeitnormal. Das heißt, die 50 Hertz, die aus der Steckdose gekommen sind, die haben wirklich die genaue Netzzeit repräsentiert, auf die Sekunde genau. Das hat sich sich ein bisschen geändert. Da gab es auch einen Zwischenfall vor einigen Jahren, wo die Netzzeit dann um, glaube ich, 5 oder 6 Minuten falsch gegangen ist. Auf das kommen wir dann noch ein bisschen. Dieses Verbundnetz kann auch zerfallen. Also wenn es wirklich massive Störfälle gibt, Anomalien, das war jetzt, glaube ich, im Jänner 2021 gab es so einen Fall,
da ist die Südostzone abgekoppelt worden, weil da massive Probleme waren. Ist eine recht spannende Geschichte, wie man das wieder zusammenführt. Als Kennzahlen noch, also an diesem Verbundnetz hängen 450 Millionen Menschen, also das ist durchaus beträchtlich. Das heißt, die 450 Millionen haben alle genau die gleiche synchrone 50 Hertz Spannung aus der Steckdose kommen. Die Leistung, also das ist die Spitzenleistung, Durchschnittleistung ist ungefähr die Hälfte, ist 400 Gigawatt. Also das ist durchaus auch nicht wenig. Und die Jahresenergie sind ungefähr 2500 Terawattstunden. In Österreich liegen wir derzeit bei 65 Terawattstunden und Leistung, wie gesagt, Spitzenleistung 25 Gigawatt. Ja, wie funktioniert das, dass das überhaupt geregelt wird und konstant läuft? Das Netz hat eine Eigenschaft, es hat keine Speichermöglichkeit. Das heißt, im elektrischen Netz wird nichts gespeichert. Und trotzdem müssen wir eben diese 50 Hertz konstant halten. Das heißt, es muss in jeder Sekunde genau die Leistung, die ins Netz hineingedrückt wird, auf der anderen Seite auch wieder entnommen werden. Die gute Nachricht ist, das Netz hat eine gewisse Elastizität, weil wir haben rotierende Massen, die ganzen Generatoren haben eine Trägheit. Das heißt, wenn ich jetzt weniger Leistung entnehme, dann beginnen sich einfach die Generatoren schneller zu drehen. Und das hat eine gewisse Verzögerung und in dieser Zeit kann ich das ausregeln. Regeln durch das über drei Mechanismen. Also es gibt die Primärregelleistung, das ist die schnellste. Warte, ich lese jetzt gerade ein bisschen im Chat mit. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, soll ich auf diese Statements im Chat gleich reagieren oder wie wollen wir das abhandeln? Ah ja, es steht eh, genau, später diskutieren, alles klar. Ja, wie gesagt, Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, Tertiärregelleistung, das sind drei Ebenen, die wir uns kurz anschauen. Vielleicht gleich als Exkurs, ihr könnt das live probieren, eventuell macht ihr in einem zweiten Fenster Netzfrequenzmessung D auf. Und schaut euch das einmal ein paar Sekunden an. Da kann man nämlich wirklich live dem europäischen Netz zuschauen, wie es arbeitet. Und in der Zwischenzeit hole ich mir schnell was zum Trinken. So, ich hoffe, ihr habt was gesehen. Würde an sich live auch gehen. Ich will es mir jetzt nicht antun. Das Problem ist in der Zoom-Konferenz, dass es zu träge ist. Also die Änderungen, wenn man sich das selber live anschaut, ist das Update alle paar Sekunden oder so und auch mit einer gewissen Animation. Und das würde eben im Zoom nicht funktionieren. Ein paar Worte dazu noch, weil es wirklich spannend ist. Also die Regelleistung, die da hin und her gefahren wird, europaweit sind plus minus 3 Gigawatt und das wird im Bedarfsfall innerhalb von ungefähr 30 Sekunden ausgeregelt. Also das kann sehr schnell gehen. Das heißt, wenn irgendwo in Europa ein Kraftwerksblock ausfällt, dann sieht man das sehr schnell und dann wird eben jetzt in erster Instanz Primärregelleistung nachgeschoben. Und wenn aber diese Abweichung länger bestehen bleibt, dann greift in der weiteren Folge dann eben die Sekundärregelleistung und dann eben auch die dritte Ebene. Das oberste Ziel ist eben, wie gesagt, die Frequenz konstant zu halten. Ein Wort noch zur Netzelastizität, weil das auch was ist, was sich dann ändert im neuen Energiemarkt. Es ist ja so, wenn die Netzfrequenz sinkt, dann werden die ganzen Motoren im Netz langsamer. Also die, sagen wir mal, die altmodischen Motoren, die ohne Frequenzumrichter, ohne Elektronik laufen. Das heißt, jede Pumpe, jeder Ventilator, der dann langsamer läuft, braucht auch weniger Leistung. Das heißt, es geschieht da eine gewisse Form von Selbstregelung. Aber das
ist ein Auslaufmodell, weil je mehr elektronische Verbraucher wir haben, desto geringer wird die Netzelastizität und das wirkt sich dann auf die Regelbarkeit aus. Wie wird das überhaupt geregelt? Es können nur gewisse Kraftwerkstypen Primärregelleistung erbringen. Im Wesentlichen sind das die Wasserkraftwerke, speziell jetzt, was ich die Pelt und Turbinen, die innerhalb von wenigen Sekunden ihre Leistung modulieren können. Die Großkraftwerke können das gar nicht. Also ein Kohlekraftwerk kann nur Rampen fahren von ein paar Prozent pro Stunde oder so. Also die liefern üblicherweise ihre Bandlast, ihre Bandleistung und die Regelleistung wird eben von entsprechend dynamischeren Kraftwerken erbracht. Wobei die Primärregelleistung ist mehr oder weniger eine Solidarleistung, die von allen teilnehmenden Systemen gemeinsam erbracht wird. Die wird in dem Sinn nicht extra gehandelt, aber schon abgegolten. Also grundsätzlich ist Regelleistung eine sehr teure Leistung, kann das 10- bis 100-fache des normalen Kilowattstundenpreises kosten. Also das ist schon eine spannende Geschichte. Es war ja bis voriges Jahr war der Kilowattstundenpreis irgendwo im Großhandel 2-3 Cent pro Kilowattstunde, während Regelleistung konnte durchaus im Euro-Bereich zu liegen kommen. Ja, jetzt sind wir eh schon ein bisschen bei der Sekundärregelleistung. Ab hier wird es gehandelt. Das heißt, da gibt es die EEX, die Energy Exchange, das ist so, wie Finanzderivate gehandelt werden, wird elektrische Leistung und elektrische Energie gehandelt in 15-Minuten-Intervallen. Das hat sich auch geändert, das war bis vor einigen Jahren war das noch ein Stundenintervall und wird jetzt in 15 Minuten gehandelt, wird pro Regelzone gehandelt, also ist im internationalen Kontext aufgedröselt in einzelne Bereiche. Da gibt es dieses berühmte Merit-Order-System, also wo mehr oder weniger die zuerst die billigsten Gebote zugeschlagen werden. Das heißt, wenn jetzt ein Regelleistungsbedarf entsteht, dann erfolgt der Zuschlag in der Reihenfolge der günstigsten Gebote. Und wenn die dann ausgeschöpft sind, dann geht es entsprechend zu den teureren. Der Stromhandel ist eine ganz eigene Geschichte, die uns aber als im Haushalt nicht wirklich interessiert. Das schlägt auch nicht in den Haushalt durch. Zur TCR-Regelleistung ist gar nicht viel zu sagen. Das ist ein ähnliches Modell, nur noch einmal hinterlagert. Also die Sekundär-Regelleistung ist dann zum Teil ein Teillastbereich von Kraftwerken, die fahren zum Beispiel nur mit 80% und können dann 20%, also von 80% auf 100% nachschieben als Sekundär-Regelleistung. Die TCR-Regelleistung, das ist eher dann schon das Anfahren von ganzen Kraftwerksblöcken oder in der Größenordnung. Ja, jetzt zum alten Strommarkt, weil wir ja ein bisschen die Gegenüberstellung behandeln wollen. Wie war es bisher und was wird eben mit dem alten Modell nicht mehr funktionieren und was müssen wir ändern? Der derzeitige Strommarkt basiert auf Fahrplänen. Also das ist so wie bei der Bahn. Gibt es halt Erhebungen, zu welcher Zeit braucht die Bevölkerung welche Leistungskontingente und wie deckt man das ab? Und so wird die Einsatzplanung der Kraftwerke eben über Tage, Wochen, zum Teil über Jahre geplant. Also diese Stromderivate, die da gehandelt werden, da gibt es Futures wie im Finanzmarkt, wo ich irgendwelche Stromkontingente im nächsten oder übernächsten Jahr handeln kann, ist etwas befremdlich, wenn man von der technischen Seite kommt, ist aber so. Ja, habe ich eh da stehen, also die Geschichte mit den Futures zum Beispiel. Der Stromhandel war lang oder bis jetzt eigentlich ein Top-Down-Konstrukt, wo die unteren Netzebenen gar nicht vorgekommen sind. Also da sind einfach die großen Kraftwerke mit den Gigawatt gehandelt worden. Und das ist jetzt ein völlig neues Modell, dass plötzlich Photovoltaikanlagen und solche kleinere Konstrukte von den unteren Netzebenen auch an dem Ganzen teilnehmen. Was auch passiert ist, was sehr schade ist in Wirklichkeit, wir hatten ja bis in die 1980er Jahre etwa die sogenannte Rundsteuerung in Österreich, ich weiß nicht, ob sich da wer erinnern kann, da gab es ja in Wien in der Marianengasse den sogenannten Bundeslastverteiler, der sich darum gekümmert hat, wie kann ich meine Kraftwerksleistung, die gerade vorhanden ist, so auf der Abnahmeseite
unterbringen, dass ich eben nicht an den Rädern der Kraftwerke drehen muss, indem ich zum Beispiel Nachtspeicherheizungen ferngesteuert ein- und ausschalte, Straßenbeleuchtung, Kirchenheizung, Warmwasserbereitung. Und das ist aber praktisch aus dem Markt rausgefallen und ist durch den neuen zentralistischen Regelleistungsmarkt ersetzt worden. Der Regelleistungsmarkt in Österreich sind ungefähr 200 Millionen Euro im Jahr. Also das ist also durchaus ein Potenzial, das einfach jetzt von den großen Betreibern erbracht wird, was aber in Wirklichkeit jetzt gerade in Richtung neuer Strommarkt in Zukunft an die Basis zurück muss. Wir sehen ja auch verbrauchseitig im Haushalt den ganzen Stromhandel überhaupt nicht. Wir sehen da praktisch einen statischen Jahrestarif und bekommen überhaupt nicht mit, was sich tut. Und das ist insofern auch kontraproduktiv, weil wir brauchen ja in Wirklichkeit den Anreiz, wann ist Energie überhaupt günstig und wann ist sie teuer. Also bei den Erdbeeren im Supermarkt wissen wir das ja mittlerweile, da haben wir gelernt, dass es da Saisonalität gibt und genau bei der Energie muss es zwangsläufig in diese Richtung auch gehen. Entsprechend diesem alten Strommarkt haben wir auch einen alten Bestand. Wir haben träge Bandlastkraftwerke, die ganzen Kohlekraftwerke, auch die Atomkraftwerke im Übrigen, die fahren mehr oder weniger auch das, nach Möglichkeit das ganze Jahr mit ihrer Nennleistung und haben überhaupt kein Interesse und würde auch technisch nicht gehen, die dauernd rauf und runter zu fahren. Und das ist ja auch ein bisschen der Konflikt, dass jetzt plötzlich die volatile erneuerbare Energie in den Markt drängt und auf der anderen Seite diese alten, sehr trägen Großkraftwerke vorhanden sind. Es ist ja in den letzten Jahrzehnten eine Verflechtung passiert. Eigentlich wären von der Marktposition die Übertragungsnetzbetreiber dafür verantwortlich, die eben Übertragungsnetze zu betreiben, so wie die ASFINAG die Autobahnen betreibt. Aber es hat sich eingebürgert, dass die Übertragungsnetzbetreiber gleichzeitig auch den Großkraftwerkspark, eben zum Beispiel die berühmten Braunkohlekraftwerke, betreiben. Und das führt natürlich jetzt am Markt zu einem Konflikt. Kennen wir zum Teil aus Deutschland, wo man ja genau versucht, das ein bisschen aufzudröseln, weil es einfach nicht zusammenpasst. Die Netzinfrastruktur ist im Übrigen auch relativ alt. Also wenn wir uns teilweise in den Siedlungsgebieten die Transformatoren anschauen, die sind Baujahr 1940. Also auch da wird sehr spannend, wie man da weiter tun wird. Zeigen tun sich die Probleme beispielsweise in der extrem teuren Spitzenleistung. Also ich habe das schon erwähnt, wir haben zum Teil, was den Regelleistungsmarkt betrifft, das 10- bis 100-fache an Kilowattstundenpreis zur Bandlast. Was wir auch sehen, das haben wir im Übrigen genauso in anderen Lebensbereichen, die alten Monopole. Das ist so wie die Geschichte mit den Verbrennungsmotoren in der Mobilität. So haben wir halt auch im Energiemarkt eben die großen alten Kraftwerksbetreiber. Wir haben ein Zählpunktmonopol, das teilweise wehtut, weil einfach da nichts weitergeht. Den Stromhandel haben wir eigentlich im weitesten schon abgehandelt. Wichtig ist, der Stromhandel betrifft nur den Energiepreis. Wie sich der Strompreis insgesamt zusammensetzt, auf das gehe ich dann noch kurz ein. Netzkosten, Gebühren, Abgaben sind also im Stromhandel nicht drinnen. Und wir sehen von dem ganzen Stromhandel im Haushalt de facto nichts. Und es ist ja so, dass teilweise schon viele Jahre bestehende Versuche, das Ganze zu modernisieren, eigentlich bis jetzt scheitern. Wir haben im ELWOG zum Beispiel seit 2017 den berühmten Paragraph 16a drinnen, das Mieterstrommodell wird aber einfach von den Verteilnetzbetreibern nicht umgesetzt. Wir haben auch in der zum Beispiel Smart-Meter-Einführung, da gibt es dieses sperrige Wort, elektronische Messgeräte-Einführungsverordnung, glaube ich, heißt das Ding, wo seit vielen Jahren versucht wird, da was weiterzubringen. Smart Meter ist auch bekämpft worden. Das ist so ähnlich wie die Impfgegnerschaft. Gibt es also da auch verschiedene Ängste rund um Smart Meter. Also haben Leute zum Teil Ängste vor der Strahlung des Smart Meters, obwohl das Smart Meter 10 Meter weit weg an der Grundstücksgrenze hängt, haben aber vor den chinesischen LED-Leuchtmitteln, wo Elektrosmog ohne Ende entsteht,
keine Angst. Also da gibt es sehr, sehr krude Meinungsbildungen. Zum Teil ist aber eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten ja beim Clubcomputerabend einmal eine Smart Meter Diskussion auch oder ja, wie auch immer, ist ein eigenes Thema, kann man einen eigenen Abend darüber gestalten, nämlich auch, was das Smart Meter in Wirklichkeit ja dann können wird und wozu wir es auch brauchen. Wir streifen das dann weiter hinten in der Präsentation. Was auch wichtig ist zu erkennen, ist, dass der aktuelle Stromhandel eigentlich nicht auf die notwendige Regionalität eingeht. Also das ist ein großer internationaler Mechanismus, weil ich da gerade sehe, Nachtstrom, ja, Nachtstrom gibt es de facto nicht mehr. Also früher war der Nachtstrom ja ein dynamisches Konstrukt, wo wirklich nach Angebot und Nachfrage geschaltet worden ist. Heute ist so, dass es zwar den Nachtstromtarif gibt, aber der wird wie bei einer Schaltuhr von 22 Uhr bis 6 Uhr ein- und ausgeschaltet und der Preisunterschied ist nur mehr im Prozentbereich. Früher war der Unterschied Tagstrom-Nachtstrom ungefähr 1:2. Jetzt ist der Unterschied nur mehr ganz minimal. Das ist eh jetzt genau der Bogen zu der nächsten Folie, die Geschichte mit dem Strompreis. Der Strompreis ist in Wirklichkeit etwas sehr Komplexes. Wer sich seine Stromrechnung genauer anschaut, wird sehen, dass es da, glaube ich, ungefähr 30 Positionen gibt. Wir haben drei Hauptkomponenten. Das ist die Energie, das ist das Netz und das sind die Gebühren und Abgaben. Also das sind einmal grundsätzlich drei verschiedene Töpfe. Und in alle drei Töpfe wandern jetzt Beträge nach drei verschiedenen Berechnungsmethoden, nämlich entweder nach Zeit. Wir zahlen zum Beispiel einmal im Jahr die Zählermiete. Wir zahlen gewisse Abgaben oder gewisse Kostenanteile monatlich oder jährlich. Dann haben wir das, was tatsächlich nach der Benutzung erfolgt, also pro Kilowattstunde Energiefluss. Und dann gibt es auch noch einmalige Kosten. Das ist zum Beispiel weitestgehend unbekannt, die Geschichte mit der Netzbereitstellung. Wir haben im privaten Haushaltsbereich irgendwann, wie wir den Zähler montiert bekommen haben, eine Netzbereitstellung von 4 Kilowatt gekauft. Und das ist spannend jetzt im Zusammenhang mit der Elektromobilität. Da sagen dann die Leute gerne, ich möchte aber schon mit 11 Kilowatt laden können oder auch mit 22 Kilowatt. Und da wird gerne übersehen, dass ich da dann diese Netzbereitstellung nachkaufen muss. Und das kann also ganz beträchtliche Beträge dann ausmachen. Ist ja im Zusammenhang mit der Elektromobilität durchaus ein spannendes Thema. Und was auch wichtig ist beim Strompreis zu verstehen, ist, dass der Unterschied zwischen Bezug und Einspeisung ein sehr drastischer ist, weil wir beim Bezug genau diese drei Positionen, Energienetzgebühren, Abgaben haben. Bei der Einspeisung aber nur einen Energieanteil bekommen und den auch noch ohne Mehrwertsteuer, während zum Beispiel am anderen Ende die Mehrwertsteuer für die Energie gezahlt werden muss. Wird übrigens aktuell gerade diskutiert, ob man nicht erneuerbare Energie Mehrwertsteuer befreien soll. Ist allerdings eine schwierige Übung, weil der Strom ja kein Marschall hat. Also abseits von einer technisch implementierten Energiegemeinschaft wird diese Aufdröselung nicht gehen. Ja, jetzt ändert sich die ganze Geschichte gerade. Die Netzelastizität wird geringer. Das ist jetzt unabhängig von Energiewende oder all diesen ökologischen Geschichten. Es ist einfach so, mit dem technologischen Fortschritt haben wir nicht mehr konventionelle Drehstrom-Asynchron-Motoren, sondern haben Motoren mit Frequenzumrichtern. Denen ist die Netzspannung und die Netzfrequenz völlig egal. Die ziehen immer gleich viel Leistung. Eine elektronische Beleuchtung mit LED, die mit Konstantstrom läuft, hat die gleichen Eigenschaften. Unsere Computer ziehen immer mit den geregelten Netzteilen die gleiche Leistung, egal was vom Netz kommt. Auch die rotierenden Massen werden weniger, weil der Photovoltaik-Wechselrichter, der hat keine Trägheit mehr. Also da ändert sich einfach an der Technik einiges. Dann haben wir die erneuerbare Energie natürlich an sich, die schon mit beträchtlichen Leistungen im Netz ist. Dann haben wir natürlich jetzt plötzlich auftauchende neue Verbraucher, und zwar durchaus sehr potente Verbraucher, weil im Haushalt reden wir von Energiekontingenten von 2.000, 3.000 Kilowattstunden im Jahr. Das Elektroauto alleine braucht auch, wenn ich komplett im Haushalt das laden will, noch einmal 2.000 Kilowattstunden im Jahr, wenn ich 10.000 Kilometer fahre damit. Also damit verschieben sich sehr wohl die Energiemengen
im Netz, dann ist es natürlich so, dass ich jetzt neue Technologien habe, die es früher natürlich nicht gegeben hat, und die bieten sich einfach an, um auch im Energiemarkt ihre Plätze zu finden. Und wie auch in anderen Lebensbereichen lernen wir natürlich gerade auch mit Corona sehr schmerzhaft, dass die Dinge, die sich in den letzten Jahrzehnten so monopolistisch eingebürgert haben, die sogenannte Globalisierung, dass wir da an diverseste Grenzen kommen. Ob das jetzt die chinesischen Masken sind, die nicht kommen, weil sie vielleicht im Suezkanal stecken bleiben. Und alle diese Effekte haben wir natürlich auch im Energiemarkt. Braucht nur aktuell jetzt schauen Richtung Ukraine. Das sind genau die Themen, wo wir uns fragen müssen, wo stehen wir da eigentlich? Und da muss man klar dazu sagen, die Geschichte wiederholt sich einfach, weil es hat beispielsweise keine einzige Firma, die früher Dampfmaschinen gebaut hat, den Sprung zum Verbrennungsmotor geschafft. Und es hat keine Firma, die früher Mainframe-Computer gebaut hat, den Sprung zum Personalcomputer geschafft. Und das kann man wiederholen, ob das jetzt die Smartphone-Geschichte war mit Nokia oder die digitale Fotografie. Und so ähnlich wird es möglicherweise halt im Strommarkt auch passieren, wenn da nicht rechtzeitig reagiert wird, weil einfach da ganz viel gerade hochkommt. Und genau das werden wir uns jetzt in der Folge ein bisschen anschauen. Wohin geht's? Die Netze müssen einfach bidirektional werden. Also das mit den großen Kraftwerken oben auf der Netzebene 1 einzuspeisen und bei der Steckdose Netzebene 7 kommt es wieder raus. Die Zeiten sind einfach vorbei. Es muss die Energie praktisch über alle Netzebenen in beide Richtungen fließen können. Dann haben wir die Geschichte mit der Regionalisierung. Das schauen wir uns dann auch noch genauer an. Steht teilweise seit 2017 im Gesetz. Es muss in die Richtung gehen, so wie wir erkennen, dass statt einem argentinischen Rindfleisch vielleicht das Händel aus dem Weinviertel sinnvoller sein wird, so wird es auch mit der Energie sein. Also statt mit Desertec irgendwo in Afrika das in eine Hochspannungsleitung einzufüllen und irgendwo in Europa fällt es wieder raus. Auch da wird es wahrscheinlich gescheit sein, eher in Regionalisierung zu denken. Dann haben wir ja bis jetzt immer diesen Jahrestarif gehabt. Wir haben die Stromrechnung einmal im Jahr bezahlt. Es war völlig egal, ob das im Winter die Sauna mit 20 Kilowatt war oder im Sommer das langsam gleichmäßig ladende Elektroauto. Und auch da ist akuter Handlungsbedarf, dass das wirklich dynamisch in 15-Minuten-Intervallen abgerechnet wird. Was wir im Übrigen schon seit Jahrzehnten technisch implementiert haben im weitesten Sinn. Dann müssen wir zum Beispiel zur Sektorkopplung kommen. Wir müssen Strom, Wärme, Mobilität massiv miteinander vernetzen. Derzeit ist es so, dass wir Geld dafür bekommen, wenn wir in Stockerau unsere Windräder abdrehen, wenn zu viel Leistung im Netz ist. Und ein Kilometer daneben läuft vielleicht mit Öl oder Gas ein Heizwerk. Da war übrigens, ich weiß nicht, ob es wer gehört hat, diese Woche in Radiokollegin Ö1 zum Thema Energiewende eine interessante Zusammenstellung. Und da wurde genau auf diese Themen auch Bezug genommen. Es ist zum Beispiel in Wien jetzt eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage in Betrieb, wo unmittelbar aus Stromüberschuss, wobei der Begriff Überschuss ja grundsätzlich falsch ist, ins Fernwärmenetz hinübergekoppelt wird. Also da kann man wirklich innerhalb von Sekunden zu viel Leistung, die im Netz vorhanden ist, hinüberkoppeln in den Wärmemarkt. Ganz eine spannende Geschichte. Dann ist es so, dass wir gerade am Aufbruch sind Richtung Energiegemeinschaften, was dann genau das tiefere technische Thema auch im zweiten Teil werden wird. Wir müssen dann zum Beispiel Modalitäten finden, mehr oder weniger täglich den Energieanbieter oder die Energiegemeinschaft wechseln zu können. Also derzeit ist es so, wenn ich den Energieanbieter wechseln will, dann dauert das größtenteilsmäßig 6 Wochen oder so, also bis das durch den Beamtenapparat durch ist. Also das ist absurd zum Teil. Und ja, das sind die Themen. Netzdienlichkeit ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Begriff. Wir müssen natürlich in der Zukunft die Netze nach Möglichkeit so verwenden, dass sie nicht an ihre Grenzen kommen. Das ist so ähnlich wie der Stau auf der Tangente. Dort tun wir uns schwer, weil dort haben wir gewisse Lebens
Abläufe, die Leute gehen eben in der Früh arbeiten und kommen am Abend wieder zu Hause. Im Energienetz können wir uns das zum Teil besser einteilen, weil wann wir das Elektroauto laden oder wann wir die Warmwasserbereitung laufen lassen oder verschiedene andere Themen, da haben wir Freiheitsgrade, das können wir automatisieren und da wird es ganz viele neue Mechanismen geben, die derzeit einfach noch gar nicht am Radar der Bevölkerung angekommen sind. Zum Beispiel die Geschichte Angebot steuert Verbrauch. Das ist eine völlig neue Situation. Bis jetzt war es so, man hat eben ausgerechnet, wie viel Megawatt muss man ins Netz drücken, damit zu Weihnachten die Leute alle ihre Truthähne im Backrohr bereiten können. In Zukunft wird es so sein, dass man Kontingente an erneuerbarer Energie zur Verfügung hat und die dann entsprechend nutzen wird. Ich lese da gerade interessant, bei Energieversorgungsunternehmen arbeiten keine Beamte. Das ist ein interessanter Einwurf, weil gerade zum Beispiel die traditionellen Energiekonzerne ja aus dieser Schiene kommen und dort immer noch diese Denkweise drinnen ist. Also wenn Sie zum Beispiel von der EVN ein Smart Meter wollen, dann bekommen Sie die Antwort, ja, ihr könnt uns gerne klagen, wir rechnen eh damit, aber wir montieren es dir einfach nicht. Also wenn das nicht Beamtentum vom Feinsten ist, aber wurscht, ist eine andere Geschichte. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, wir haben natürlich auch gute Dinge und die sollte man nicht mit über Bord werfen, sondern da muss man schon sagen, das, was Sinn macht und was sich als gut bewährt hat, zum Beispiel die Geschichte mit dem Smart Meter. Also ich bin ein absoluter Verfechter des Smart Meters, weil das einfach eine Bedingung ist, um überhaupt den neuen Energiemarkt etablieren zu können. Und alle die sagen, na, also das ist ja altmodisch und da braucht man was anderes. Also da ist natürlich die normative Kraft des Faktischen. Also der Smart Meter Rollout ist ein EU-weiter Prozess, der über Jahrzehnte läuft. Und das, was der Smart Meter kann, das ist schon so in Ordnung. Und das schon wieder über Bord zu werfen, bevor es überhaupt ausgerollt ist, also das bitte nein. Ganz kurz noch jetzt die Zusammenfassung, was sind eigentlich die Rollen im Energiemarkt? Da gibt es leider auch ganz viele Missverständnisse. Wer tut was? Der Verteilnetzbetreiber ist schlicht und einfach der Infrastrukturanbieter, der von der letzten Meile an, vom Zähler, der bei mir im Zählerkasten hängt, halt bis zu den Verteilnetzen hinauf, diese Infrastruktur zur Verfügung stellt. Das ist auch das Selbstverständnis, wie sich die Verteilnetzbetreiber großteils sehen. Die sagen einfach, okay, wir exekutieren das, was im LWOG drinnen steht. Alles andere interessiert uns nicht. Ob das jetzt Energiegemeinschaften sind oder was auch immer, das ist einfach so. Also der Verteilnetzbetreiber ist mehr oder weniger die Plattform. Der Zählpunkt, also die berühmte Geschichte, die Übergabestelle zwischen dem Haushalt und dem Netz draußen, das ist nichts anderes als die Kasse im Supermarkt. Weil da wird dann auch immer verwechselt, welche Leistungen sollen dort erbracht werden. Nein, da wird einfach kassiert. Das Smart Meter, das dort hängt, das ist die geeichte Waage, die einfach 15 Minuten Scheiben abrechnet und mit diesen Daten wird dann im Hinterland irgendwas gemacht. Da gibt es so krude Ideen, na, der Smart Meter schaltet mir dann die Wärmepumpe und so Geschichten. Würde ja gar nicht gehen, weil der Smart Meter gehört dem Verteilnetzbetreiber und die Energie kommt aber von dem ganz wem anderen, der ja dahinter nachgelagert ist. Also da gibt es einfach eine ganze Menge an sehr großen Missverständnissen. Der Übertragungsnetzbetreiber, der Vollständigkeit halber noch, das ist einfach die ASFINAG im Strommarkt. Also das ist die Autobahn, wo ganz oben die großen Energiemengen und Leistungen transportiert werden. Und umgekehrt die erneuerbare Energiegemeinschaft, das ist der ökologische Nahversorger, der in der Zukunft immer mehr regionale Energiedienstleistungen erbringen wird. Und die Sektorkopplung, die wir auch schon angesprochen haben, das ist das, was wir im Verkehr kennen, wo man halt nicht mehr alles mit dem Auto fahren, sondern manches zu Fuß gehen oder mit dem Tretroller oder mit dem öffentlichen Verkehr. Genauso muss es im Energiemarkt auch in die Richtung gehen, dass wir einfach die Energiesparten miteinander koppeln. Und ein letzter Punkt noch, weil es da immer wieder Missverständnisse gibt. Es gibt eine ganz klare
Topologie, die wir dann eh auch noch ein bisschen sehen. Pro Zählpunkt gibt es einfach zu jedem Zeitpunkt immer nur einen Energiepartner am anderen Ende. Also dass da kreuz und quer dann viele Verflechtungen entstehen, das wird nicht funktionieren. Ich habe das unter dem Titel Goldgräberstimmung jetzt auf ein paar Folien zusammengefasst, wobei es da ja wieder ruhiger geworden ist. Also da gab es so in den letzten Jahren dann immer wieder so Ansätze, wie eben, hurra, wir nehmen deinen PV-Überschuss irgendwie ins Netz rein und am Abend geht das in dein Elektroauto. Nein, das geht nicht, weil da delegieren wir ja die Notwendigkeit des Speicherns irgendwo hin und genau dieses irgendwo, das geht nicht. Oder wir betreiben Ihre Wärmepumpe mit Gratisstrom. Während wir haben ja tatsächlich im Markt immer noch negative Preise zeitweise, aber auch das ist so ein Ansatz, der eigentlich nicht funktioniert. Oder die Batterie, alle Batterien werden zu einem Schwarmkraftwerk zusammengefasst. Oder auch die Geschichte Energiegemeinschaft, das ist egal, wo du bist, nimm an einer Energiegemeinschaft teil und alles ist gut. Also das sind teilweise so Ansätze. Oder irgendein Externer optimiert unsere Stromkosten, indem er auf irgendwas zugreift. Was würde das heißen von der Topologie? Das schaut dann so irgendwie aus. Da oben sind dann alle möglichen Anbieter und ich habe in meinem Haushalt da unten jetzt alle möglichen Geräte und jeder greift da auf irgendwas zu. Und genau da beginnt jetzt das eigentliche Thema, wie strukturieren wir das, wie digitalisieren wir das, wohin geht die Reise? Da vielleicht als wichtiger dann, wenn ich auch sorry. Ah, ja, ich mache einfach jetzt einmal mit meiner Präsentation weiter und wir diskutieren dann in der Folge. Ja, wichtiger vielleicht das Verständnis des sogenannten Drehscheibenprinzips, weil das auch im Energiemarkt zu Missverständnissen führt. In der Fliegerei kennen wir das. Früher war es so, dass wir alle Destinationen kreuz und quer angeflogen haben. Das hat dazu geführt, dass mit zunehmender Anzahl der Destinationen die Relationen dazwischen immer mehr geworden sind. Das sind in dem Fall sind es die sogenannten Dreieckszahlen, also n über 2. Das steigt also überproportional. Dann ist man draufgekommen, wenn jetzt die AUA alles über Wien fliegt, wenn die Lufthansa alles über Frankfurt fliegt, dann wird das plötzlich ein linearer Zusammenhang. Das heißt, auch wenn die Teilnehmer oder die Geräte oder was auch immer immer mehr werden, wenn ich mir eine solche Drehscheibe schaffe, dann ist das eigentlich eine klare Struktur. Und genau das ist das, wo wir im Energiebereich oder jetzt spezifisch im Strommarkt auch hin müssen. Das heißt, wir haben im Haushalt eine Drehscheibe, das sind diese roten Punkterl. Dahinter habe ich das ganze Brimborium an Geräten und dann habe ich aber nach außen nur einen Link, der auch dann natürlich der Zählpunkt ist. Das heißt, da wird dann auch das gezählt, was hinein oder hinaus fließt. Und dann habe ich oben eine Anbieter. Die kann ich natürlich mit einer gewissen Dynamik sehr wohl wechseln. Oder ich kann auch die Zusammengehörigkeit in den verschiedenen Energiegemeinschaften oder Bilanzgruppen oder wie auch immer ich das dann nenne, sehr dynamisch variieren. Aber wichtig ist einfach einmal zu dem Verständnis zu kommen, ich brauche da meine Energiedrehscheibe. Das impliziert aber jetzt natürlich mehr oder weniger eine Regionalisierung von unten nach oben. Weil worum geht es? Wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Drehscheibe, da ist ja offensichtlich, erste Priorität wird sein, meine Energieflüsse innerhalb meines Haushalts abzuführen. Und erst dann gehe ich hinaus. Und das ist bereits die erste Ebene der Regionalisierung. Möglichst wenig Energiefluss durch den Zählpunkt, weil ab dort kostet es was typischerweise. Sprich, auf Eigenverbrauch optimieren. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch das, was durch den Zählpunkt hinausgeht, ins Netz oder reinkommt, auch das hierarchisch zu strukturieren. Was ja der Gesetzgeber auf Anweisung der EU seit 2017 eigentlich versucht. Entschuldige, ich lese gerade die
Ja, soll sein. Ja, wie gesagt, diese hierarchische Regionalisierung, das ist ja im ELWOG jetzt mittlerweile auch abgebildet worden, diese Regionalisierung, ELWOG 16a, 16b, 16c, sprich das Aufeinander aufbauen. Das sieht grafisch dargestellt so aus, ich habe ganz unten meinen Haushalt, wo es um den Eigenverbrauch geht. Ich habe dann in der nächsten Ebene das, was zum Beispiel zwischen den Nachbarn oder im Wohnhaus auf der Stiege ausgetauscht wird, das ist Privatgrund, da wäre der ELWOG Paragraph 16a anzuwenden, das Mieterstrommodell. Was ist der große Vorteil, abgesehen davon, dass es derzeit noch nicht umsetzbar ist? Das ist komplett freigestellt von Netzgebühren, weil ich benütze ja das Netz nicht. Ich benütze nur meine privaten Steigleitungen, dementsprechend keine Netzgebühren. Erst was ich mit den Nachbarn oder im Wohnhaus nicht unterbringen kann, das geht auf die nächste Ebene hinaus, in der Siedlung, im Campus. Dort habe ich zwar vielleicht öffentlichen Grund, dort habe ich Leitungen von meinem Netzbetreiber, aber ich bewege mich innerhalb der Netzebene 7. Und da ist jetzt bereits in Gesetzeswerdung die gestaffelten Netzgebühren. Das heißt, je weniger Netzebenen von unten nach oben ich benütze, umso weniger Netzentgelt werde ich zahlen. Und das wird einfach dann zu einer Kostenwahrheit führen. Das ist in etwa das, was ja auch die CO2-Bepreisung ist. So ähnlich ist es dann hier. Je weniger Netzebenen ich benütze, desto günstiger soll es werden. Und umgekehrt, jetzt habe ich hier die Kosten von unten nach oben ansteigen. Und umgekehrt habe ich jetzt links mit dem grünen Pfeil dargestellt, ich erreiche ja mit der regionalen Lösung auch einen viel höheren Autarkiegrad und eine Resilienz, die ich sonst nicht habe. Ich bin gar nicht abhängig von dem, was oben im Netz passiert, weil je mehr ich regional abdecke, desto sicherer läuft das Ganze. Und damit kommen wir jetzt zur Strukturierung bei der Energiegemeinschaft. Wie sieht das dort aus? Welche Energieflüsse strebe ich an? Wir haben schon gesagt, erste Priorität ganz klar, es soll sich innerhalb meiner eigenen vier Wände bewegen. Das heißt, jede Energie, die da drinnen bleibt, ist meine Privatenergie. Priorität 2, alles, was ich nicht unterbringe, sinnvoll oder was ich beziehen muss, nach Möglichkeit 2a über Privatgrund oder 2b, dann zumindest innerhalb der gleichen Netzebene, innerhalb der Netzebene 7. Priorität 3, wenn sich das auch nicht ausgeht, dann hier auf der Netzebene 5 sitzen jetzt dann zum Beispiel im neuen Energiemarkt die regionalen Windräder, wo es darum geht, die Leistung dieser Windräder hier in der eigenen Region unterzubringen. Und erst Priorität 4, alles, was sich in diesem Volumen nicht ausgeht, das fließt dann hinauf in die höheren Netzebenen, ins Überregionale. Und die digitale Architektur, die ich dazu brauche, ist eigentlich viel einfacher, als manche glauben. Der Verteilnetzbetreiber hat seine Position ohnehin schon eingenommen, respektive durch die gesetzlichen Vorgaben hat er ja seine Abgrenzung. Der Verteilnetzbetreiber ist natürlich einmal für die Hardware zuständig, dass überhaupt das Kupfer vorhanden ist. Der hat die Hoheit, das Zählpunktmonopol über die Smart Meter, wo gemessen wird. Das heißt, da ist die Kasse mehr da, oder nicht die Kasse, sondern die Waage. Das heißt, hier wird genau für jede 15 Minuten Scheibe Richtung hinein, Richtung hinaus gemessen. Der Verteilnetzbetreiber hat dann auch noch gewisse Aufgaben, wie er das zu bilanzieren hat. Und das ist die ganze Geschichte. Alles andere im neuen Energiemarkt ist dahinter, das heißt zwischen diesen Energiedrehscheiben. Das heißt, ich kann, wenn jetzt mehrere Haushalte sich vernetzen wollen, zwischen diesen Energiedrehscheiben mit der sogenannten Peer-to-Peer-Kommunikation mir alles ausmachen, was ich will. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn wir die Mobilfunknetze betrachten, die Geschichte mit 5G, wobei in Wirklichkeit war das auch in 4G schon drinnen. Die Innovation war die, ich brauche nicht mehr einen zentralen Host sozusagen, der das alles tut, sondern es gibt eine technische Möglichkeit, wie einzelne teilnehmende Stationen miteinander kommunizieren können. Also das geht im Prinzip.
Weil da wird dann immer die Frage aufgeworfen in den Energiegemeinschaften, wie soll denn das gehen, die ganze technische Infrastruktur. Nein, das ist in Wirklichkeit nicht sehr kompliziert. Die können miteinander reden und können sich zum Beispiel austauschen. Ich habe gerade einen Überschuss, ich habe hier einen Bedarf, ich möchte mein Auto laden. Also ich kann hier anfragen Energie, ich kann anbieten Energie. Also das ist die Idee, die dahinter stecken kann. Und natürlich müssen dann alle die, die in der neuen Energiegemeinschaft drinnen sind, da einen, ich habe das jetzt nicht Energieanbieter, sondern Energiepartner genannt, weil es ja bidirektional ist. Und weil ja das in Wirklichkeit dann auch eine Teilmenge sein kann, da gibt es ja leider jetzt da im Gesetz, im neuen LWOG, viel Missverständliches mit diesen Energiegemeinschaften. Es müssen irgendwelche Vereine oder Konstrukte sein, die das abwickeln. Nein, in Wirklichkeit ist das ein völlig willkürlicher Zusammenschluss von mehreren Zählpunkten, die nur natürlich von einem Energiepartner administriert werden müssen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt mit meinem Nachbarn oder noch mit einem Dritten in der Siedlung eine Energiegemeinschaft gründen, wir wollen gemeinsam bilanzieren, dann ist das die ganze Geschichte. Ja, und was tut sich sonst da rundherum? Natürlich muss der Verteilnetzbetreiber diese 15 Minuten Werte, die er hier aus allen Smart Mietern zieht, dem Energiepartner weiter übermitteln, dass der das dann in Wirklichkeit abrechnen kann. Und der rechnet mir das dann einmal im Monat ab. Das schaut jetzt vielleicht alles ein bisschen komplizierter aus, wird sich dann hoffentlich auf ein paar Folien später auflösen. Dann gibt es natürlich auch noch einen Link, den habe ich in grau gezeichnet, weil das ist gräulich. Ich kann auch über den Verteilnetzbetreiber meine Smart-Meter-Daten abholen. Das funktioniert leider nur sehr schleppend, weil in der elektronischen Messgeräte-Einführungsverordnung steht zwar drinnen, er muss mir ein Smart-Meter montieren, aber es steht nicht drinnen, dass er mir auch die Daten liefern muss. Also das ist eine eigene Welt. Also ich habe zum Beispiel mehrere Jahre gebraucht, bis ich das Smart-Meter bekommen habe. Und ich bekomme immer noch keine Einspeisedaten. Das heißt, ich habe einen bidirektionalen Zähler, zwei Zählpunkte de facto, für die Einspeisung und für den Bezug. Und die Bezugsdaten sehe ich und die Einspeisedaten, die sind am Backend vom Verteilnetzbetreiber einfach noch nicht implementiert. Ist eine andere Geschichte. Ja, schauen wir uns jetzt das vielleicht ein bisschen in der Praxis an, wie das tatsächlich funktioniert. Und das geht schon. Also es ist eine einfache Übung. Es gibt in Wirklichkeit in Österreich nur eine Energiegemeinschaft, die technisch da schon was anbieten kann. Ich bin selber dort dabei. Das sind die E-Friends. Ich habe aber jetzt kein, ich sage mal, nahe Verhältnis zu den E-Friends. Ich habe zwar versucht, mich dort einzubringen, und ich bin aber gleichzeitig, muss ich dazu sagen, auch ein sehr scharfer Kritiker der E-Friends, weil manches leider nicht so optimal funktioniert. Aber wie gesagt, derzeit ist das der erste Energieanbieter, der da wirklich was kann, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. Also das ist einfach die Latte im Moment, was schon im neuen Energiemarkt geht. Und zwar als erstes Energiehandel in Echtzeit. Das ist übrigens jetzt in etwa auch der Beginn des zweiten Teils, wo wir dann diese Themen je nach Interessenslage auch von euch vertiefen werden. Also wie sind da die Mechanismen dahinter, wie funktioniert es dann tatsächlich, was kann man da tun? Jetzt überfliegen wir es eher nur, weil wir mit der Zeit ja schon recht fortgeschritten sind. Handelsintervall 10 Sekunden. Also das ist einfach das, wo wir hin müssen im neuen Energiemarkt. Auch warum? Wenn wir uns an die Primärregelleistung erinnern. Also dort wird innerhalb von 30 Sekunden europaweit das gesamte Primärregelleistungskontingent durchgefahren. Also das ist etwa die Geschwindigkeit, wo wir auch im neuen Energiemarkt von der Basis her unsere Leistungsangebote und Nachfragen ausregeln müssen, damit das Ganze funktioniert. Damit nicht wer anderer das für uns erbringen muss. Das heißt, wir handeln hier tatsächlich in 10-Sekunden-Intervallen. Es gibt dann auch so ein Modul, wo ich mir das anzeigen kann. Das ist ein sehr spannender technischer Ansatz, weil das beispielsweise dann in der Küche das Signal sein kann, aha,
das sind so Lauflichter, die je nachdem, wenn ich solares Angebot habe von der eigenen Photovoltaikanlage oder auch von meinen Partnern in der Energiegemeinschaft, dann leuchtet das orange, dann sehe ich habe ein Angebot. Wenn es blau leuchtet von der anderen Seite, dann weiß ich, aha, ich beziehe gerade mehr, als im Angebot vorhanden ist. Das heißt, das ist dann teuer. Und damit kann ich zum Beispiel sagen, aha, jetzt ist gerade viel Angebot, jetzt schalte ich meine, weiß nicht, Waschmaschine, Geschirrspüler etc. ein. Also ist eine ganz eine nette Implementierung. Könnten wir, falls uns Zeit bleibt, dann auch in Echtzeit anschauen. Ich glaube, jetzt während der Präsentation wird die Zeit eher zu knapp sein. Jetzt läuft dieses Ding das ganze Monat. Wie schaut das dann aus? Wir kennen die Stromabrechnungen von unseren Energie, von den Netzbetreibern. Da kriegen wir einmal im Jahr eine A4-Seite, wo eine Jahressumme draufsteht, im Wesentlichen, gerade wenn sie unterjährig der Preis geändert hat, dann sehe ich vielleicht noch ein paar zusätzliche Zeilen. Was sehe ich hier? Also das ist jetzt in der Energiegemeinschaft die Möglichkeit. Erstens habe ich konkrete Peering-Partner, was wir auf der Folie zuerst gesehen haben, welche Energiedrehscheiben peeren miteinander. Das heißt, ich sehe hier, ich beziehe von dem. Die Liste würde dann unten weitergehen. Ich handle umgekehrt, also ich liefere an auch wieder einige. Ich kann mir das auf einer Karte regional anschauen, wo sitzen die. Das heißt, ich kann jeden Einzelnen anklicken und ich sehe dann auch, aha, was bietet mir denn der? Das ist zum Beispiel jetzt meine eigene Anlage. Da steht jetzt eine Leistung von 5 Kilowatt. Da sehe ich jetzt, was wurde von meiner Anlage gestern eingespeist, was wurde letztes Monat eingespeist, was ist der aktuelle Preis von der Anlage. Das ist in dem Fall 0 Cent, weil ich mich selber angeschaut habe. Das heißt, ich kann in diesem neuen Modell meinen eigenen Preis definieren. Also da ist natürlich ganz viel Luft nach oben. In der Zukunft wird es sinnvoll sein, da auch Zeitfenster zu definieren, wo ich sage, okay, am Tag biete ich meinen Strom um den Preis an, in der Nacht, wo ich vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal mit einer Batterie habe, zu einem anderen Preis. Dann sehe ich zum Beispiel hier links oben den Monatsgang oder den Tagesgang. Also kann man da nach verschiedenen Kriterien das dann visualisieren. Gelb ist Energie aus der Community und blau ist dann diese Priorität 4, was nach oben mehr oder weniger weggeht. Also was in der eigenen Community nicht abgedeckt wird, sondern was von weiter oben entweder zugekauft wird oder wegverkauft wird. Und das natürlich jetzt in beiden Quadranten, also Bezug und Einspeisung. Dann kriege ich natürlich solche Diagramme raus, wo ich sehe, wie viel Prozent meines Energieflusses war jetzt Community-Strom, was ist von außerhalb, das jetzt von der Produktion, vom Verbrauch. Also so ungefähr schaut dann im neuen Energiemarkt eine Stromabrechnung aus. Ich sehe da genau, an wen sind da jetzt welche Stromkontingente gegangen. Und natürlich bekomme ich die Monatsabrechnung, auch wie gehabt. Warte, ich muss ein paar Sekunden warten. Ja, jetzt haben wir die Folie. Also auch in der Energieabrechnung, in der Energiegemeinschaft sehe ich dann, was ist jetzt hier in der Community gelaufen, was ist von außerhalb gelaufen, was ist Bezug, was ist Lieferung, was ist zwischen den einzelnen E-Friends getauscht worden. Also so ungefähr sieht dann im neuen Energiemarkt oder so kann aussehen. Und da hoffe ich eben schon, dass das mehr oder weniger das gemeinsame Ziel wird, dass wir in diese Detaillierung hineinkommen. So sollte dann in Zukunft die Geschichte ausschauen. Ja, jetzt sind wir eigentlich mit diesem Teil durch. Aha, jetzt stürzt bei mir gerade das PowerPoint ab. Das ist interessant. Kann ich die Gelegenheit benutzen, während du das PowerPoint restorst, eine Frage zu stellen, die du dann nach dem Restoren beantworten kannst? Du hast gezeigt, was für großartig diffizile und detaillierte Informationen zu der Abrechnung möglich sind, Bezug, Lieferung, mit wem, zu welchen Preisen etc. Wird denn das einen normalen Verbraucher nicht fürchterlich überfordern? Ich meine, es ist gut, dass die Möglichkeiten bestehen, wenn es bei der ganzen Geschichte um eine klägliche Anzahl von Cent geht. Aber wenn es nur um 2 Cent geht, wäre das sicherlich nicht nachrechnen, weil das fällt unter das finanzielle sphärische Rauschen. Ja, also das ist grundsätzlich ein sehr guter Punkt, finde ich.
den ich weitestgehend teile. Einerseits muss ich ja nicht hineinschauen. Die Frage ist einfach, für wie viele wird es tatsächlich interessant sein, wichtig ist. Und da sehe ich durchaus auch einen Kritikpunkt, was die E-Friends betrifft. Da halte ich zum Teil diese Implementierung für viel zu verspielt, für viel zu aufwendig. Aber wichtig wird schon sein, zu wissen, dass das, was dahinter läuft, eben zum Nutzen des jeweiligen Haushalts ist, mehr oder weniger. Dass wirklich sichergestellt ist, dass der Strom nach Möglichkeit eben aus den regionalen Quellen kommt, in beide Richtungen gesehen, und dass eben einfach Sorge getragen wird, dass das automatisch und zuverlässig läuft dahinter. Ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung der Leute sein wird, dass das automatisiert und gut funktionieren muss. Das ist ja auch, was ich da gezeigt habe, mehr oder weniger dann nur für die Nerds die Möglichkeit hineinzuschauen. In Wirklichkeit kann man das wahrscheinlich wesentlich einfacher gestalten. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man mal das Verständnis hat, worum geht es da eigentlich? Dass das die zugrunde liegenden Mechanismen sind. Ich glaube, dass es wichtig ist. Wem, wie fließt die Energie, wie setzt sich das zusammen? Und fürs Bewusstsein ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dann zu sehen, wie viel Prozent meiner Energie kommt jetzt aus meiner eigenen Community. Das heißt, wie viel Prozent gehen jeweils über diese verschiedenen Prioritätsebenen? Was ist im Eigenverbrauch? Was geht zum Nachbarn? Was bleibt in der Siedlung und was geht nach oben weg? Also das ist für mich schon spannend. Und das sehe ich ja dann im Endeffekt im Börsel. Wenn ich dann weiß, und da reden wir in Wirklichkeit nicht von 1-2 Cent, das ist ja genau das Dilemma im Energiemarkt. Bis jetzt waren die Energiepreise einfach unterm Radar. Das hat die Leute nicht interessiert. Wenn aber jetzt plötzlich die Kilowattstunde 30 Cent kostet und die Netzkosten in einer Größenordnung von 10 Cent eventuell variieren können, weil wenn ich jetzt auf privatem Grund die Netzkosten mit 0 habe und umgekehrt, wenn ich den Strom aber dann aus dem polnischen Braunkohlekraftwerk bekomme, zusätzlich 10 Cent Netzgebühr drauf sitzen. Also das scheint mir schon dann eine andere Größenordnung zu bekommen. Darf ich etwas dazu sagen noch? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Daten alle erhoben werden und gespeichert werden, damit man sie nachher, wenn es interessant ist, wenn man was nachforschen will, auch analysieren kann und hinten auch feststellen kann, wie es läuft. Aber dass man das sozusagen wie mit der Hand am Puls permanent nachverfolgt, das glaube ich, wird sie im Privatbereich nicht abspülen. Ja. Wobei, also eine Bemerkung dazu vielleicht schon, wir sind ja alle ungefähr so die gleiche Generation und ja, wir haben genau diesen vielleicht etwas altmodisch anmutenden Zugang, aber gerade die jüngere Generation, die da zum Teil sehr verspielt ist, die tendiert da schon dazu. Und das ist auch ein bisschen so diese Aussage, die ich von den E-Friends in den Diskussionen, die ich anfänglich ja sehr intensiv geführt habe, die jungen Leute oder die halt jetzt in diese Geschichte hineinwachsen, die kann man nur mit solchen verspielten Features abholen. Also das Problem habe ich ja zum Beispiel mit der E-Friends-Implementierung insofern, da ist ganz viel Google und Amazon und Cloud und Datenmengen und so drinnen. Wir kommen aus einer Zeit, ich habe noch die Bits einzeln gezählt, weil ich bin aufgewachsen mit Mikroprozessorsystemen, wo ein Byte einen Schilling gekostet hat ungefähr. Und für die jungen Leute, die heute solche Lösungen bauen, ist die kleinste Dateneinheit 1 Gigabyte. Und damit ist da einfach eine völlig andere Dimension. Und das macht es ein bisschen schwer möglicherweise. Und das sind aber auch die Probleme, die ich sehe, weil wir schütten da teilweise das Kind mit dem Bad aus, weil wenn wir eine regionale Energiegemeinschaft bauen wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite bootet das Ding ohne Amazon gar nicht, dann ist das halt fragwürdig. So, also aus meiner Sicht könnten wir jetzt die paar letzten Folien noch machen. Wir sind jetzt eh schon ziemlich durch mit dem Programm. Christian, also, Peter möchte was fragen. Ja, gerne. Wir können noch warten, Peter, bis du fertig bist. Meine Frage, die ich regelmäßig an die Energieversorger stelle, wo ich bisher immer einen Blank gezogen habe, ist eigentlich,
wie kann ich möglichst netzdienlich laden? Jetzt natürlich, wenn ich meinen Eigenverbrauch selber im Auge habe, kann ich das steuern. Aber eigentlich wäre ich interessiert daran, dass ich einen Ort von API habe oder eine Steuerungsmöglichkeit mit Smart Home oder was auch immer, Maßnahmen, wo automatisch der Energiebezug nachgeregelt wird mit dem Energieangebot. Und das Energieangebot kann jetzt entweder aus der Energiegemeinschaft oder von meinem Dach oder wo auch immer her sein. Was ich verstanden habe mit der Diskussion mit den Netzbetreibern, haben die ja keinen blassen Dunst, was sich auf der Netzebene 7 ab dem Haustrafo, ab dem regionalen Trafo tut. Der Trafo ist ein dummes Ding, ob der Trafo völlig am Anschlag ist oder nicht, also ob die Strommenge, die eigentlich ansteht am Trafo, noch ausreicht und ob es jetzt eigentlich gescheit wäre, weil der Trafo schon kurz vor dem Kollaps ist, gescheit wäre, das Auto jetzt nicht zu laden, kann mir der Netzbetreiber nicht sagen. Also meine Frage ist, auf die Frage, wenn ich jetzt mit den vorhandenen EVUs rede, egal ob ich jetzt mit der Wiener Energie oder EVN etc. rede, wann wäre es denn für euch interessant, dass ich mein Auto lade, kommt gar nichts zurück. Ne? Wir könnten auch mit Methoden wie Avatar oder sowas arbeiten, dass ich Day-Ahead hineinschaue, wann glauben wir, dass der Wind wehen wird und wann wird die Sonne scheinen. Aber diese Steuerungsmöglichkeit, also außer mit Avatar-Möglichkeiten, dass ich sage, ich möchte eigentlich möglichst netzdienlich mich verhalten. Wann soll ich meine Waschmaschine einschalten? Wann sollte ich den Backofen einschalten? Wann sollte ich das Auto laden? Da kommt aus den Netzbetreibern relativ wenig zurück. Vielleicht aus der Richtig. Ja, das ist auch genau dieser gordische Knoten. Man muss jetzt das präzisieren. Der Netzbetreiber, den du meinst, das ist der Verteilnetzbetreiber. Und der ist immer nur der Straßenerhalter unter Anführungszeichen. Der ASFINAG ist das grundsätzlich auch egal, wann ein LKW fährt. Die hat damit nichts zu tun. Die stellt nur sicher, dass die Straße als asphaltiert und geräumt ist. Und das ist das Dilemma. Weil die eigentliche Dienstleistung, die Energiedienstleistung dahinter ist ja wer anderer. Und das ist genau das Dilemma des alten Energiemarkts, dass das eben nur derzeit die Großen sind, die ganz weit oben auf den Netzebenen sitzen. Und genau das müssen in der Zukunft die regionalen Energiegemeinschaften werden. Weil wenn nämlich dann zum Beispiel in meinem Siedlungsgebiet in der Netzebene 7 zum Beispiel 200 Photovoltaikanlagen und 100 Speicherbatterien und 20 Elektroautos sitzen und die gemeinsam eine Energiegemeinschaft umsetzen, wo dann tatsächlich mit diesen Peering-Mechanismen diese einzelnen Energiedrehscheiben untereinander kommunizieren und das so ausregeln, dann ist es implizit netzdienlich, weil jede Kilowattstunde, die dann zwischen diesen regionalen Knoten fließt, nicht mehr über den Trafo des Netzbetreibers fließt. Und das ist aber ein Effekt, der sich erst dann einstellt, wenn es gebaut ist sozusagen. Und jetzt gibt es zwei Modelle. Jetzt gibt es natürlich das komplizierte Modell. Und das ist leider auch das Modell, das ein bisschen jetzt in den Gesetzen den Niederschlag findet, dass man das alles irgendwie in einen gemeinsamen Topf wirft und umrührt. Natürlich kann jetzt der Netzbetreiber über die Netzkosten Einfluss nehmen. Das bedingt aber auch diese Dynamik. Wenn jetzt der Netzbetreiber aber auch noch den Tarif mitgestaltet alle 15 Minuten, dann wird das völlig unübersichtlich, weil jetzt bekomme ich vom Energiebetreiber, also von meiner Energiegemeinschaft, alle 15 Minuten oder alle 10 Sekunden die Information, wie viel erneuerbare Energie oder halt Energie im weitesten Sinn ist in der Community gerade disponierbar. Und dann würde sich auch noch der Netzbetreiber über das drüberlegen wollen und mit einem Tarifanreiz, was die Netzgebühren betrifft, da auch noch einmal einen Anreiz setzen. Das ist zu kompliziert. Das ist genau die Geschichte, die ich zeigen wollte mit der Drehscheibengeschichte. Man muss das einfach halten. Und der einfache Ansatz ist schlicht und ergreifend der, wenn jetzt im LWOG 16b drinnen steht, dass eine Kilowattstunde, die innerhalb der Netzebene 7 bleibt, um 3 Cent weniger Netzgebühren kostet, dann ist das der Marktanreiz, der dazu führt, dass die Energiegemeinschaft sicherstellt, dass möglichst viel Leistung innerhalb der Netzebene 7 drinnen bleibt und damit
beginnen sie das mehr oder weniger selber zu regeln. Weil dann werden genau diese Mechanismen gebaut. Das führt zu dieser Netzdienlichkeit und das führt dazu, dass der Netzbetreiber den Trafo nicht tauschen muss. Das ist so ein bisschen seine Umwegrentabilität, die aber leider die Netzbetreiber nicht verstehen. Das ist das Dilemma. Dankeschön. Ja, gut. Gehen wir weiter in der Präsentation. In Wirklichkeit ist das jetzt ein bisschen eh der Ausblick dann für den zweiten Teil. Nämlich, wie schaut jetzt im neuen Energiemarkt die Energiebilanz aus, die Energieflüsse? Das ist jetzt mehr oder weniger diese Geschichte Priorität 1, Eigenverbrauch. Das heißt, das Bestreben im Haushalt ist das, am Zählpunkt möglichst eine Null zu schreiben. Sprich, möglichst wenig Energie rein und raus. Es ist eh links in der Legende, das Rote ist der Solarertrag von der 5 kW Photovoltaik, blau ist das, was Batterie rein raus geht und grün am Zählpunkt eine schöne Nulllinie. Und das ist zum Beispiel auch das Spannende, dass wir bereits im Februar, also das ist konkret jetzt der Februar, wenn man es nicht lesen kann unten, auf der Zeitachse bereits im Februar ist de facto die Stromautarkie sichergestellt, sofern ich eine ausreichend große Batterie und ausreichend große Photovoltaikanlage habe. Also das ist nicht unspannend und das ist ja das, wo die Leute dann sehr wohl sagen, aha, die Energiepreise explodieren, diese Technologien werden immer stärker verfügbarer, in die Richtung geht es. Und ich prognostiziere zum Beispiel, dass so wie wir seit 100 Jahren einen Kühlschrank haben im Haushalt, so werden wir möglicherweise in 10 oder 20 Jahren einfach in jedem Haushalt eine Speicherbatterie haben. Weil das einfach genau auf den Weg dorthin eines dieser Elemente ist, die da einfach einen ganz großen Nutzen bringen werden. Eben nicht nur jetzt die Energiekosten zu reduzieren, sondern auch eine Autarkie zu schaffen. Und das ist dann was, was nicht mehr über die Rechnung, sondern über den Bauch geht. Dass ich sage, aha, auch wenn das Netz ausfällt, ich kann trotzdem meinen Kühlschrank weiter betreiben. Wie schaut das jetzt zum Beispiel mit meiner Batterie aus? Also das ist jetzt über das ganze Monat der Ladestand meiner Batterie. Also das rauf, runter sind immer die täglichen Zyklen. Da sieht man zum Beispiel, das war jetzt auf der vorigen Folie 7., 8. Februar. Das war das, wo da kurz bezogen worden ist, weil das sich einfach nicht ausgegangen ist. Eine Jahreszusammenfassung jetzt von meiner Energiebilanz, wie schaut das in Zahlen aus? So, jetzt ist es bei euch. Die zwei Zahlen in Orange, also das ist das, was ins Netz eingespeist wurde von mir, was vom Netz bezogen wurde. Das sind ungefähr 3 Kalenderjahre. Das heißt, durchaus spannend. Ich habe also 3-mal so viel eingespeist, als ich bezogen habe. Die grünen Monate sind die, wo praktisch nichts bezogen wurde, wo ausschließlich Überschuss bestanden hat. Und die 3 roten Monate sind die, wo halt im Winter durch die Unterdeckung der eigenen Anlage natürlich bezogen wurde. Also das ist mehr oder weniger die Antwort auf die Frage, wie autark kann ich mit einer Photovoltaikanlage und einer Speicherbatterie werden. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon beim Abschluss, die letzten paar Minuten, ein bisschen Mengengerüst. Ein paar Zahlen, weil immer wieder dann die Fragen hochkommen, naja, aber das geht sich ja insgesamt für ganz Österreich nicht aus. Und da ganz kurz nur ein Abschluss drüber. Also wir liegen in Österreich jetzt mit einem Jahresenergiebedarf bei 66 Terawattstunden. Anstieg, also die E-Control oder wer immer sagt 80 Terawattstunden, in Wirklichkeit wird es deutlich höher werden, also durchaus in die Richtung 100 Terawattstunden. Das entspricht einem Kilowatt Dauerleistung pro Person. Also das sind auch dann die berühmten 10, 20 Tonnen CO2 pro Kopf, die wir ökologischen Fußabdruck haben. Weil wenn man jetzt sagt, eine Kilowattstunde im alten Strommix sind ungefähr 300, 400 Gramm CO2, dann sind allein das pro Person und Jahr 4-5 Tonnen CO2 in der Größenordnung. Das ist jetzt einmal nur der Strommarkt, mehr oder weniger. Und da kommt ja das ganze andere dann auch noch dazu.
auch wichtig, weil immer wieder so die Meinung vertreten wird, ja, Energiewende, das ist nur Strom, das ist Photovoltaik und Windkraft. Ganz wichtig, Strom sind ja im Gesamtenergie. Aha, jetzt habe ich das, hoppala. Sorry. Strom ist nur etwa ein Viertel der Gesamtenergie. Und da zum Beispiel auch wieder ist ganz klar die Geschichte mit der Wärme. Wärme ist ungefähr doppelt so viel Endenergie wie Strom. Und darum genau die Kopplung in beide Richtungen, nämlich wir verbrennen derzeit zum Beispiel wahrscheinlich 90% des Gases von Putin, ohne Strom auszukoppeln. Das geht einfach in Wärmenetze, in Etagenheizungen, in die ganzen Thermen. Wir machen da keinen Strom draus, obwohl wir gerade aus Gas mit einem ganz normalen Verbrennungsmotor, mit einem Stationärmotor größenordnungsmäßig 20% Wirkungsgrad auch Strom machen könnte. Also dieses enorme Potenzial, das da dahinter steckt, das ist nicht wenig. Die Geschichte mit den Einfamilienhäusern. Wir haben ja in Österreich circa die Hälfte der Bevölkerung im Kontext von Ein- oder Zweifamilienhäusern. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ist übrigens Regierungsprogramm, 1 Million Photovoltaikanlagen zu je 10 Kilowatt Peak, das produziert 10 Terawattstunden im Jahr. Das ist nur 1 Million Photovoltaikanlagen, also nur unter Anführungszeichen. Wenn wir jetzt die ganzen Gewerbeflächen dazu nehmen, dann können wir das verdoppeln oder verdreifachen. Also das sind schon ganz schöne Kontingente. Und zum Vergleich, weil immer wieder dann die Aussage ist, na, wo soll denn da viele Strom für die Elektroautos herkommen? Wenn jetzt diese 1 Million Einfamilienhäuser jeweils auch ein Elektroauto haben, mit dem sie 10.000 Kilometer im Jahr fahren, also das ist so die durchschnittliche Laufleistung, dann sind das nur 2 Terawattstunden. Also das ist relativ wenig und das geht sich wirklich locker aus. Wir haben derzeit am Netz ca. 2 Gigawatt Photovoltaik und 3 Gigawatt Windkraft. Wobei, da muss man aufpassen auf die Volllaststunden. Photovoltaik liefert uns ungefähr 1000 Volllaststunden. Windkraft liefert uns ungefähr 2000 Volllaststunden. Wobei der Trend Richtung 3000 geht. Je größer die Windräder werden, desto effizienter werden sie. Und damit ist dort auch noch einmal eine Steigerung. Wenn wir jetzt sagen, wir multiplizieren die Photovoltaik mit 10, also das geht, wir sind derzeit ja noch nicht sehr weit mit dem Photovoltaik-Ausbau. Wir multiplizieren die Windkraft mal 3, also das, auch das geht sich aus, dann sind das plus 30 Terawattstunden. Das ist genau schon der Bedarf, den wir zusätzlich haben. Jetzt kommt dann natürlich sehr schnell die Aussage, ja, aber was ist mit der Volatilität? Ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen diese Energiekontingente natürlich auch zwischenspeichern. Und auch das ist keine Hexerei. Wenn wir jetzt ganz grob diese 40 Terawattstunden, 30 macht, bauen wir neu dazu, 10 haben wir schon, dann sind das Pi mal Daumen 40 Terawattstunden, das sind 100 Gigawattstunden pro Tag. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen dafür eine Tagesspeicherung bauen, wiederum 1 Million Batterien im Haushalt zu je 10 Kilowattstunden, das sind bereits 10 Gigawattstunden, um eben diese volatile Energieangebote unterzubringen. Das 1 Million Autos mal 30 Kilometer pro Tag sind täglich 6 Gigawattstunden, die wir in den Elektroautos wegpuffern können. Dann können wir in die Warmwasserbereitung gehen, auch wieder in 1 Million Haushalte. Also da sind wir schnell bei Kontingenten, also diese 20 Terawattstunden, das ist jetzt einfach nur so hingeworfen und deckt dann schon 20% dieser Tagesenergieumsätze ab. Und dann habe ich so ganz kurz durchgerechnet, weil, ja, ich glaube, hinlänglich bekannt ist, die Energieversorger haben natürlich schon alle möglichen Projekte in der Schublade liegen, da könnte man nicht in der Wachau oder am Kahlenberg so Tagespumpspeicher bauen. Wenn man zum Beispiel den Kahlenberg-Parkplatz, den viele von euch wahrscheinlich kennen werden, einfach ausheben und dort ein Wasserbecken bauen und oben machen wir wieder Betondecke, wo wieder die Parkplätze so wie vorher sind, vielleicht noch oben drauf mit einer Photovoltaik, dann kann ich in dieser Kubatur
wenn ich da Donauwasser rauf und runter pumpe, immerhin 0,3 Gigawattstunden ungefähr umsetzen. Wenn ich das österreichweit 100 Mal baue, dann habe ich 30 Gigawattstunden Tagesspeicher. Also das sind durchaus Themen. Und noch einmal, die Energieversorger haben solche Projekte in den Schubladen liegen, und zwar schon seit Jahrzehnten zum Teil. Wir müssen das nur bauen. Wir haben ja zum Beispiel den Hauptbahnhof Wien gebaut. Das war europaweit die größte Baugrube. Also, und diese Baugrube vom Hauptbahnhof, die war ungefähr 10-mal so groß wie das da. Also da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, die wir nur bauen müssen. Natürlich aber zum Beispiel Sektorkopplung, also von Überschussstrom in die Wärme hinüber zu koppeln. Das sind in Wirklichkeit sind das billige Tauchsieder unter Anführungszeichen. Also die kann man mit Megawattleistung bauen, ohne irgendein Problem. Ja, und auch eines meiner Themen, die ich immer wieder versuche, unter die Leute zu bringen, weil das noch weitestgehend undiskutiert ist. Natürlich müssen wir saisonale Energiemengen verschieben. Das heißt, wir müssen den Photovoltaiküberschuss vom Sommer auch in den Winter hinüberbringen. Also wir reden da von 10 Terawattstunden aufwärts. Und das wird ohne Wasserstofftechnologie, ohne Methanisierung etc. nicht gehen. Es gibt auch die Möglichkeit saisonaler Wärmespeicherung. Das sind natürlich jetzt alles Themen, die kommunal nur mehr lösbar sind. Also das bringe ich im Einfamilienhaus nicht mehr unter. Aber das ist einfach dann die Abrundung. Alles das wird man flankierend auch tun müssen. Warum sind wir noch nicht weiter? Weil wir sind ja seit, also Langensersdorf zum Beispiel, jetzt glaube ich, das 25. Jubiläum haben wir jetzt gehabt, Klimabündnisgemeinde. Also das sind ja alles Themen, die nicht neu sind. Und da ist halt immer eine der ersten Fragen, die wir stellen müssen. Cui bono, wem dient es? Oder genau genommen eigentlich, wem dient es nicht? Hat Österreichs Energie, also das ist der Dachverband der österreichischen E-Wirtschaft, haben die ein Interesse, dass wir das alles bauen? Glaub nicht. Hat die OMV daran Interesse? Glaub nicht. Haben die Verteilnetzbetreiber Interesse, dass das alles kleinteiliger und komplizierter wird? Also das muss uns einfach klar sein, dass uns da wirklich einfach auch Hindernisse in den Weg gelegt werden. Da war weiter früher in der Diskussion die Fragestellung mit Beamtentum und so. Und da muss ich halt schon sehr kritisch hinterfragen. Naja, also das, was wir hier in diesen ganz großen Marktteilnehmern haben, von der Denkweise her, ob das eben nicht teilweise schon, ganz flapsig formuliert, ein gewisses Dinosaurier-Denken ist, weil Regionalisierung ist halt schon auch Machtverlust und einfach zuzulassen, dass an der Basis da jetzt Millionen Photovoltaikanlagen gebaut werden, weil ich da gerade lese, Wasserstoff, dreifacher Energiebedarf. Also ich bringe in manchen meiner Präsentationen immer die Geschichte mit dem Wirkungsgrad. Es gibt immer wieder die Diskussionen, was hat Wasserstoff für einen Wirkungsgrad? Und ich sage da drauf, der Wirkungsgrad ist immer 100%. Weil wir verwenden ja ein falsches Wording. Energie können wir nicht erzeugen, Energie können wir nicht verbrauchen. Es gibt in der Physik den Energieerhaltungssatz. Physik ist konstant, mehr oder weniger. Es hat auch ein Verbrennungsmotor 100% Wirkungsgrad. Aber halt nicht, wenn wir die verschiedenen Energiepfade nicht alle nützen. Wenn wir mit dem Verbrennungsmotor mobil nur Bewegungsenergie nützen und 70% Abwärme nicht nützen, dann ist der Wirkungsgrad schlecht. Wenn wir mit dem Verbrennungsmotor stationär aus zum Beispiel Bioethanol Wärme und Strom machen, dann ist per Definition der Wirkungsgrad 100%. Also stimmt nicht ganz, weil ich habe vielleicht ein paar Prozent an chemischen Derivaten, die im Auspuff oder wo auch immer sind, die dann nicht energetisch nutzbar sind. Und so ist es auch mit dem Wasserstoff. Auch die Wasserstofftechnologie hat grundsätzlich einen Wirkungsgrad von 100%. Aber ich muss bei der Wasserstoffherstellung, wo sehr viel Abwärme entsteht, diese Abwärme entsprechend dort nutzen, wo ich Wärme brauche.
und ich muss umgekehrt, wenn ich den Wasserstoff, wurscht, ob jetzt mit Brennstoffzellen oder mit einem Verbrennungsmotor zurückverstrome, auch die Wärme nützen, dann hat das auch wieder 100%. Nicht geht, wenn ich im Wasserstoffauto wieder nur 30% davon nütze. Also das bitte auch immer in der Diskussion im Hinterkopf zu halten. Ja, und ganz wichtig natürlich, die Basis muss bei all dem mitmachen. Also wenn wir das nicht machen, dann Österreichs Energie wird es nicht machen. Die wird nicht kommen und wird sagen, hurra, wir bauen bitte 1 Million Photovoltaikanlagen. Und das ist mehr oder weniger jetzt eh schon meine Abschlussbotschaft. Jede Revolution geht von der Basis aus. Und jetzt wirklich das Schlusswort, Energiewende ist halt dann nicht einfach eine Photovoltaikanlage installieren, ein Elektroauto kaufen, den Anbieter wechseln und alles andere bleibt gleich, sondern da müssen wir wirklich ganz weit über den Tellerrand schauen und müssen alle unsere Lebensgewohnheiten hinterfragen. Wie denken wir unsere Mobilität? Wie denken wir unser Konsumverhalten? Jedes Jahr ein neues iPhone oder die Geschichte mit der Fleisch, mit der Fleischthematik in der Ernährung. Also einfach der Appell, immer über den Tellerrand schauen und das immer gesamtheitlich betrachten. Und Regionalität, Solidarität, Gemeinwohl, auch das sind einfach Punkte, die wir in all diesen Themen ganz weit oben auf der Skala sehen sollten. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hätte noch eine Frage, die haben schon längere Zeit gehoben, aber sie passt gerade dazu. Könntest du zurückgehen zu Folie 46? An das Licht geht ohne Problem. Kommt schon. Ja, da sieht man sehr schön, wie das bei dir ausschaut mit der Bilanz, was ist rot, was ist grün und so fort. Und du hast an einem anderen Ort auch gesagt, wenn man selbst im quasi eigenen Bereich Energie erzeugt und weniger abhängig ist von der vom Netz bezogenen Energie, dann wird man nicht autarker, bloß ohne ein Marshall, sondern man ist unabhängiger im Sinne von verfügbarer. Und jetzt würde mich interessieren, wir haben ja eine ganze Reihe von, wie soll ich das einmal nennen, von Kreisen, die man ziehen kann um das Eigenheim. Dann hast du diese Energiegemeinschaften angesprochen, die also jetzt verrechnungstechnisch zu sein scheinen und keine technisch lokale Energiegemeinschaft. Ich frage mich, wenn man solche Technologie investiert, damit man das, was du da rot-grün zusammenbringst, auf ein Eigenheim bezieht, was macht denn derjenige im Mietshaus in der Stadt und warum sollte man so einen Betrachtungskreis nicht in mehreren Schichten rund um einen Ort ziehen, sodass gewisse Bereiche, ein Bezirk, eine Stadt autarker sein kann als bisher und auch ohne die Gebühren an die, bis zum Austrian Power Grid oder wer immer da jetzt kassiert, hinauf Gebühren zu produzieren, regional zentral wird. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Darf ich mich da gleich einmischen, ein bisschen, Peter? Ich wollte noch einmal Werbung machen. Wir haben am 9.3. berichten wir über erneuerbare Energiegemeinschaften aus der Praxis. Und das ist genau so etwas, was der Georgi gerade angesprochen hat. Da geht es um einen Ort zum Beispiel, wo eben auf der Schule Photovoltaik installiert wird. Und da erhebt sich die Frage, okay, die Schule hat ja Ferien und was mache ich mit dem Photovoltaikstrom im Sommer? Und die haben dann eben ein Konzept entwickelt, wo der Strom anderweitig verbraucht wird. Also die haben wirklich so eine lokale Energiegemeinschaft gemacht, wo sie über den Ort hinaus bilanzieren, wo sie eben sagen, wo kann ich im Ort den Strom erzeugen oder die andere erneuerbare Energie aus Biogas oder was auch immer und wo habe ich Abnehmer und wie kann sich das gescheit ausbilanzieren. Wie gesagt, wenn es interessiert, ich habe den Link in den Chat hineingestellt. Wir schauen uns das am 9.3. an. Der Matthias Zawichowski, der auch Fahrvergnügen.at also diese Carsharing-Dinger betreibt, hat da einige Projekte begleitet und es gibt schon sehr schöne Beispiele genau zu diesem Thema. Ah,
Ja, also an sich stellst du dich mal kurz vor, Christian Peter, wer ist denn wir, wenn du wir sagst? Okay. Und wo findet man das dann? Ja, okay, mein Name ist Christian Peter, ich bin der regionale Direktor vom Elektromobilitätsclub für Wien und Umgebung und ich mache auch die Livestreams bei uns. Und der Elektromobilitätsclub macht eben regelmäßig Livestreams zu allen möglichen Themen, eben zur Elektromobilität natürlich, aber auch zum Klimawandel und zu ähnlichen angrenzenden Themen. Und am 9.3., also am 9. März um 18 Uhr, haben wir unseren nächsten Livestream. Wo findet man das? Unsere Webseite ist emcaustria.at. Und wenn man da unter Events hineingeht, dann findet man am 9.3. den Eintrag. Darf sich jeder sehr gerne einklinken in den Livestream. Es gibt einen Link, wo man hinkommt. Und wie gesagt, der Matthias Zawichowski erzählt uns am 9.3. außer Praxis von bereits existierenden Energiegemeinschaften, die jetzt auf den Änderungen des ELWOG und auf dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, auf dem ERG beruhen und die eben jetzt, ist das gesetzlich verankert, die E-Friends waren ja Vorreiter, noch bevor das ERG da war und die Anpassungen im ELWOG da waren. Jetzt gibt es eben die ELWOG-Anpassungen, das neue ERG. Das ermöglicht jetzt einen neuen Ansatz von diesen ERGs, eben auch mit Auslastung der Netzgebühren. Und damit eben auch ein finanzieller Anreiz. Und der Matthias stellt eben mehrere dieser Energiegemeinschaften vor, die bereits existieren, die bereits praktisch in Umsetzung sind. Und wie funktioniert das? Und was gab es für Hindernisse natürlich? Und was funktioniert nicht? In dem Zusammenhang bitte kontaktierst du mich noch irgendwie oder über den Peter Ott. Wir haben Newsletter, ihr werdet sowas auch haben. Wir sollten uns natürlich informationstechnisch ein bisschen vernetzen. Das heißt, die Veranstaltungen kreuz und quer bewerben und informieren darüber. Dann ist das, was du jetzt gesagt hast, nicht einmal bloß gesagt. Und nachdem wir alle heimgegangen sind oder ausgeklinkt haben, ist alles wieder weg. Dann können wir dafür sorgen, dass man vielleicht Interessen scheren kann. Ja, sehr gerne. Ja, George, ich wollte jetzt auf die Frage von dir oder auf dieses Thema noch mal kurz eingehen. Ja, natürlich geht es genau darum, diese verschiedenen Scheiben, also diese Zwiebelschalen aufzubauen. Das war ja genau die Idee, auch die ich in meiner Pyramide gezeigt habe. Natürlich geht es genau darum, diese Hierarchie aufzubauen. Alles, was ich nicht in meinen eigenen vier Wänden unterbringen kann, in die nächste Ebene hinaufzuheben und das so eben zwiebelschalenartig zu strukturieren. Nur das Problem, das wir ja derzeit noch haben, und das ist immer ein Henne-Ei-Problem mehr oder weniger, da fehlt einfach völlig das Hinterland, auch von den Verteilnetzanbietern, weil ja genau um das zu realisieren, eben das Aggregieren der jeweils zusammengehörigen Zählpunkte notwendig ist. Was technisch, also wir sind ja großteils da, also Clubcomputer, sage ich einmal, das ist eher so die Informatiker-Ecke, wo das alles relativ klar und einfach erscheint. Da braucht man ja nur diese Werte so zusammenzählen und auf der nächsten Ebene die nächsten Werte zusammenzählen. Also das ist wirklich, wenn man es auskodiert, eine völlig banale Geschichte. Aber die Schwierigkeit besteht dort, die Formalismen bei den betroffenen Netzbetreibern unterzubringen. Und das ist einfach ein politisches Thema. Ich finde generell, dass das, was wir da hier jetzt diskutieren, insgesamt überhaupt kein technisches Problem ist, sondern das ist zu 99% ein politisches Problem, wie wir das den jeweiligen Institutionen nahe bringen. Weil wir sind halt leider Gewohnheitstiere und alles, was Veränderung ist, löst einmal grundsätzlich Angst aus. Und die Netzbetreiber wollen keine Veränderung. Die wollen möglichst Business as usual machen. Und das ist ja genau das, was ich gemeint habe mit der Geschichte, die sich wiederholt. Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass man ohne Auflösung des Zählpunktmonopols mit der ganzen Energiegemeinschaftsgeschichte, mit der Abrechnung nicht weiterkommen werden. Weil das ist derzeit einfach eine Deadlock-Situation. Die derzeitigen Verteilnetzbetreiber haben das Zählpunktmonopol. Das heißt, es darf kein anderer dort angreifen, aber sie machen konsequent seit 2017 ja auch nicht, was im ELWOG steht. Weil
ohne die Daten, die am Zählpunkt auflaufen, sprich die geeichte Waage mit den 15-Minuten-Daten, ohne dem funktioniert die Energiegemeinschaft nicht, weil ich kann sie nicht abrechnen. Und das sind die Themen. Wir haben im Moment, haben wir ein bisschen den Vorteil, dass der Energiekostenanteil wesentlich höher ist als der Netzkostenanteil. Darum ist es in Wirklichkeit jetzt auch attraktiv, an Energiegemeinschaften teilzunehmen, nur über die Motivation der Energiekosten. Aber diese Regionalität bekommen wir nur hinein, wenn wir die Schiene mit den Netzkosten gehen, wo eben auf privaten Grund, und das ist eine spannende Geschichte, weil privat heißt ja im weitesten Sinn auch Campus. Das heißt, und das ist insofern auch rechtlich interessant, weil gewerbliche Campuslösungen funktionieren seit 50 Jahren. Da gibt es einen Zählpunkt, das ist dann zum Beispiel ein Netzebene 6-Anschluss und alles dahinter ist auf privatem Grund und wird subgezählt zwischen den einzelnen Mietern am Campus. Wenn das aber ein Geschosswohnbau ist, dann ist dort das Recht des Verteilnetzbetreibers, in jede Wohneinheit einen öffentlichen Zählpunkt hineinzuhängen. Und das ist einfach kontraproduktiv. Weil Genau, das habe ich vorher gemeint. Das ist einerseits die politische und die rechtliche Angelegenheit, was die da dürfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, Campus ist auch so ein Thema. Ein Wohnhaus, ist ein Mietshaus zum Beispiel, ist so ein Thema, ist es aber auch eine Frage schon auch der Infrastruktur, weil man ja auch Infrastrukturbereiche gar nicht mitverwenden können muss oder muss, die gar nicht nötig sind, weil es lokal auch geht. Nur müssten bei Neubauten und bei Neueinrichtungen darauf Rücksicht genommen werden, dass die Infrastruktur auch solche Zwiebelschalen enthält. In einem großen Teil tut sie das eh schon, zwangsläufig, aber vielleicht nicht groß genug über Bereiche in einzelnen Städten zum Beispiel. Naja, also da ist vielleicht ein Missverständnis. Ich brauche ja keine Infrastruktur, ich brauche ja nur die Zählung und die Abrechnung. Ich habe ja in jeder Einheit, in jeder Wohneinheit im weitesten Sinn einen Zählpunkt. Und die Energiegemeinschaft braucht ja nichts anderes. Also was natürlich schon klar ist, es gibt schon natürlich dann die Physik der Leitungen, weil das war ja, glaube ich, auch eine der Fragen, was passiert jetzt, wenn die Energiegemeinschaften eben da Energiekontingente handeln, die durch die Physik nicht durchgehen. Das ist ja genau das Problem, das die APG hat. Und auch darum werden ja zum Teil sehr große Leitungen gebaut, weil wenn wir jetzt im gesamteuropäischen Verbundnetz Energiekontingente handeln an der Börse, die dann durch die Physik nicht durchgehen, dann haben wir eben ein anderes Problem. Und da gibt es eben jetzt aber aus meiner Sicht zwei mögliche Zugänge, das zu lösen. Und aus meiner Sicht ist da dieser Hybridzugang, wo ich sage, ich löse das durch Marktanreize, weil wenn ich durch gestaffelte Netzkosten einfach formal anreize, dass die Energie in der Netzebene 7 bleibt, dann brauche ich keine technischen Vorkehrungen treffen, weil dann macht sich das die Energiegemeinschaft eh selber. Und das ist aus meiner Sicht dieses Dilemma und dazu brauche ich aber sehr viel politischen Willen und aber auch politisches Verständnis, dass ich sage, wenn man die Verteilnetzbetreiber schnell dazu bringen oder zwingen, entsprechende Infrastruktur zu schaffen, und das ist nur eine IT-Infrastruktur, weil die Smart Meter werden sowieso hingehängt, weil der Rollout passiert, ja. Und ich brauche dann nur die zusammengehörigen Zählpunkte aggregieren. Das ist eine reine Datenbankgeschichte, das ist nichts anderes, als halt die zusammengehörigen 15-Minuten-Scheiben dann so zusammenzuzählen, dass ich sehe, wie viele Kilowattstunden sind innerhalb dieser Community geblieben. Und für die gibt es dann pro Kilowattstunde 5 Cent Netzgebührengutschrift. Das ist die ganze Geschichte. Mehr ist ja das nicht. Und wenn man das über diese technische Lösung dann hinausbringt, dann wird sich sehr schnell von der Energiegemeinschaftsseite her dieser Markt aufbauen, wo man dann sagen, hurra, das macht Sinn, das wollen die Leute. Weil die eFriends zum Beispiel können ja dort nicht weiter, weil von den Verteilnetzbetreibern diese Möglichkeit nicht angeboten wird.
Die E-Friends sind derzeit einfach österreichweit eine Energiegemeinschaft, die auf die Regionalität, also mit wenigen Ausnahmen, natürlich gibt es Pilotprojekte, wo man in der einen oder anderen Gemeinde da schon was probiert, aber im Prinzip kommen wir derzeit an die Verteilnetzbetreiber und deren Pflichten nicht heran. Genau, ja, das, du sprichst etwas an, was ich gemeint habe vorher, weil ich es nämlich nicht nur als reine IT-Angelegenheit für Rechnung und Kosten betrachte, sondern auch die Zwiebelschalen sehe als, als etwas, was auf Infrastruktur beruht und damit auch Unabhängigkeit voneinander erzeugt, was du ja bei eFriends von Eisenstadt bis Bregenz nicht zusammenbringst. Weil du musst ja sozusagen die Energien nicht nur elektronisch und verrechnungstechnisch verschieben, sondern die muss ja auch tatsächlich fließen irgendwo. Die muss ja wo sein. Und wenn es geht um Autarkie, dann soll auch die Verletzbarkeit in der Versorgung lokal ganz gering werden. Das heißt, also zum Beispielsweise, um jetzt auf die Ukraine anzusprechen, in Mariahil eine Bombenover geht und dort ein Umspannwerk oder irgendwas zusammen hat, dann soll der 7., der 8., der 9. Bezirk, die regional autark sein können, immer noch weiter funktionieren, weil sie sozusagen eine zeitweilig gegebenenfalls sogar als inselfahrende Einheit sein können. Ja, wobei da denkst du natürlich schon jetzt um mehrere Stufen weiter, wo wir technisch ja noch sehr weit weg sind. Weil derzeit ist ja eine Netzebene 7 überhaupt nicht autark zu betreiben. Also die kleinste Einheit, die es technisch ja derzeit gibt, ist mehr oder weniger der Abgang im Umspannwerk von der Netzebene 3 auf die Netzebene 5. Das heißt, dort geht dann der 10 kV-Abgang weg in einen Bezirk hinein oder so. Und das ist eigentlich die kleinste schaltbare Einheit. Und in der Einheit hast du aber sowieso keine schwarzstartfähigen oder inselfähigen Einspeiser, die überhaupt was am Leben halten können. Also da sind wir noch ganz weit weg. Also, da wäre was zu tun, denke ich. Naja, das ist die Frage, ob das ein realistisches Ziel ist. Aus meiner Sicht ist da die Strategie eher die, in jeden Haushalt eine Batterie hineinzubekommen. Weil da ist ja meine These die, es kostet derzeit die Batterie-Kilowattstunde 300 Euro ungefähr. Das ist so wie bei der Photovoltaik. Da hatten wir zu Beginn den 10-fachen oder die noch früher begonnen haben, haben pro Watt den 100-fachen Preis gehabt. Und heute kostet das Watt Photovoltaik 20 Cent ungefähr. Und bei der Batterie wird es so ähnlich sein. Wir haben derzeit eben Batteriepreise von ungefähr 300 Euro pro Kilowattstunde. Da kommt dann noch die ganze Elektronik, Batteriemanagement dazu. Also schlüsselfertig kostet heute eine Speicherbatterie 1.000 bis 1.500 Euro pro Kilowattstunde. Wenn aber in einigen Jahren auch dieser Preis drastisch zu fallen beginnt, dann wird einfach eine 10 Kilowatt Speicherbatterie oder 20 Kilowattstunden, ich sage einmal, in Kühlschrankgröße bringt man größenordnungsmäßig also mit der derzeitigen Technologie, auch da wird sich viel tun. In Wirklichkeit wird es dann aber auch ein kleines Wandkastel sein mit 10 Kilowattstunden. Und wenn das dann aber nur mehr 1.000 bis 2.000 Euro kostet, dann wird es naheliegend sein, über zwei Argumentationsschienen, dass sowas in jedem Haushalt steht. Weil derzeit wird ja eine Speicherbatterie nur gemeinsam mit einer Photovoltaikanlage gebaut, um die eigene Energie zwischenzuspeichern. Sobald aber diese Energiegemeinschaftsmechanismen, die ja jetzt schon funktionieren, dazu führen, dass der eine die Photovoltaikanlage hat und im anderen Haushalt ohne Photovoltaikanlage steht dann die Speicherbatterie, zum Beispiel beim Nachbarn, und dorthin geht dann mit sehr moderierten Netzkosten etc. die Energie hinüber, dann ist das plötzlich ein völlig neues Geschäftsmodell. Dann macht auch eine Batterie Sinn in einem Haushalt, wo sonst keine Photovoltaik etc. vorhanden ist. Und dann beginnt das zu boomen. Und dann brauche ich aber nicht mehr das Netz resilient machen in Bezirks- oder Community-Ebene, wenn dann in jedem Haushalt eine Speicherbatterie steht. Also damit drehen wir mehr oder weniger das Spiel komplett um.
So wie auf der Tangente keine Autos parken, sondern die Tangente benutzt man einfach als Transportmedium und jedes Fahrzeug hat dann seinen Platz und so ist es dann mit der Energie auch. Also ich brauche dann das Netz unter Anführungszeichen nur zum Transport, aber es ist dann nicht unmittelbar notwendig für den Betrieb, sondern wenn eben das Netz dann stundenweise gar nicht funktioniert, haben trotzdem alle ihre autonomen Lösungen. Aber solange es den Transport benötigt, ist es davon abhängig. Und wenn ich daran denke, dass die Leute immer wieder jetzt reden, auch von der Politik über Militär bis ich weiß nicht wohin, Sorgen und Angst vor Blackouts, dann würde ich doch meinen, dass es gut wäre, Bereiche zu schaffen, die ziemlich unempfindlich sind dagegen, dass es in der Nachbargegend irgendwo ein Blackout gibt. Wenn man nicht daran denkt, dass ein Umspannwerk irgendwo in Rumänien plötzlich einmal ganz Europa in die Gefahr bringt, dass irgendwann einmal wo schwarz werden kann und die Leute hektisch Energien herumschieben und Leitungen umschalten, nur damit es hoffentlich, wenn man es geschwind nur macht, nicht passiert, dann kann man aber infrastrukturell schon was tun und die Batterien nur im Haushalt ist vielleicht in Gegenden leicht wie bei dir am Land, wo du das berücksichtigen kannst beim Bau, dass du das alles haben willst. Wie in einem Mietshaus in Wien ist es schwierig, wo stößt die Batterien hin und wenn man jedes Haus Batterien geben muss, dann vielleicht kann man es regional zusammenfassen und in Bereichen Batterien haben, wovon alle profitieren. Es muss, kann ja sein, dass das eine bessere Ausnutzung ist, weil andere Technologie zum Einsatz kommen kann. Ich denke, da sollte man sich schon noch viel überlegen, ob man da nicht in Zwiebelschalen gut über die Runden kommt und nicht bloß beim Haus andenkt. Aber vom Haus aus gehen das auch nicht schlecht. Ja, also da ist natürlich schon der spannende Punkt der, da geht es ja zum Beispiel durchaus wieder in diese Situation Campus oder auch im Geschosswohnbau in die Fragestellung. Wir haben ja jetzt zum Beispiel dort im Wärmesegment sehr wohl solche Strukturen. Wir haben dort die Heizzentrale zum Beispiel. Also wir haben ja da, wenn wir Wien betrachten, einen sehr bunten Mix. Wir haben einerseits Einzeletagenheizungen. Wir haben dann eben diese gemeinsamen Heizzentralen für den ganzen Block und wir haben aber auch Fernwärmeanschlüsse. Das sind genau diese drei Szenarien. Exakt. Die haben wir im Strommarkt nicht. Und wo aber aus meiner Sicht ja ein ganz massives Argument besteht, sobald wir Richtung Kraft-Wärme-Kopplung gehen, also wie es im Chat auch kurz diskutiert worden, da gab es ja vor, ist schon glaube ich mehrere zehn Jahre her möglicherweise in Deutschland diese Idee mit dem Volkskraftwerk. Also man nehme einen stationären VW-Motor und hänge den statt der Etagenheizung hin und mache damit auch Strom. Was spricht da wieder dagegen? Das ist wieder genau diese Geschichte cui bono, also wem dient es nicht? Natürlich ist da in unserem typisch auch österreichischen Kasteldenken dann klar gesagt worden, wir machen den Strom, ihr macht die Wärme und wir spucken uns gegenseitig nicht in die Suppe, weil das ist eine völlig klare Geschichte. Wir bräuchten keine einzige neue Gasturbine bauen, wenn man in jedem Haushalt, wo jetzt eine Etagenheizung hängt, einen Verbrennungsmotor mit Stromauskopplung hätten. Und jetzt ist es aber so, dass gerade eben diese Kraft-Wärme-Kopplung im Haushalt nicht unbedingt das Angenehmste ist, weil das rattert und knattert wahrscheinlich. Aber gerade im Geschosswohnbau, wo ich vielleicht eine Wärmezentrale habe, dort einen ordentlichen Jenbacher, Diesel oder was auch immer hinzustellen, der mit einem guten Wirkungsgrad Strom und Wärme bereitstellt, dann habe ich erstens das von der ganzen Betriebsführung her weg vom Haushalt. Und das wären die Szenarien, die spannend wären. Aber auch da ist das Hindernis ein politisches, weil wir uns einfach mit Strom und Wärme nicht in die Quere kommen wollen. Aber ganz klar ist dort genau der Schulterschluss, die Sektorkopplung Wärme-Strom, die Lösung. Das ist ja genau auch die Geschichte mit der Diskussion mit den Wärmepumpen, die wir aktuell führen. Weil es macht natürlich keinen Sinn, alle Haushalte, Einfamilienhäuser mit Wärmepumpen auszustatten, weil da läuft man wirklich in ein Stromdefizit im Winter. Wenn wir aber zum Beispiel überall dort, wo es geht, eine Kraft-Wärme-Kopplung einbauen, die dann so viel Überschuss generiert, dass die andere Hälfte mit den Wärmepumpen damit versorgt werden kann,
dann haben wir dort sehr wohl eine regionale Lösung. Und genau in diese Regionalisierung muss es gehen, dass in der Campuslösung, im Geschosswohnbau oder wo immer, mit lokalen Lösungen, mit Kraft-Wärme-Kopplungen neue Vernetzungen entstehen und einfach plötzlich auch neue Synergien gehoben werden. Und genau das haben wir ja bei den E-Friends auch schon. Bei den E-Friends sind durchaus auch Biomasse-Kraftwerke oder Biogaskraftwerke, Wasserkraftwerke sowieso drinnen. Und genau auch in den Energiegemeinschaften dann diesen Mix hineinzubekommen, dass ich plötzlich auch einen Einspeiser habe, der mir dann Verbrennungsmotorstrom macht. Aber wir brauchen uns ja nur das Förderregime anschauen. Dort bildet sich das auch ab. Es werden ja derzeit nur gefördert Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen unter Umständen. Kraft-Wärme-Kopplungen kommen nicht vor. Die gibt es de facto nicht. Ich denke, es ist nicht nur eine rein politische Lösung, sondern es geht auch ein bisschen um Konzeption, Vorausdenken, und da gehören Arbeitsgruppen dahinter, und wir haben heute ja hier kein Szenario, wo solche Sachen wirklich diskutabel sind, weil es kommt ja außer Worten nichts dabei heraus. Und ich denke, wir sollten halt vielleicht die E-Friends oder wer immer, müsste man sich zusammenschalten und eine Initiative entwickeln, dass man Sachen andenkt, die dann von der Politik nicht wieder in Sachen, also in Richtung Kaufhaus Österreich produziert werden, sondern zu einer konzeptiv gescheiteren Lösung kommt. Aber wir haben heute die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vielleicht noch andere Fragen. Ich habe das Thema so angezogen und vom Zaun gebrochen. Ich möchte nicht haben, dass man den anderen die Möglichkeiten, Fragen zu stellen und zu diskutieren, jetzt mit dem Thema völlig zudecken. Also von mir aus können wir es weiter diskutieren, aber ich hätte gerne die anderen auch ermuntert, da noch was dazu zu sagen und Fragen zu stellen, weil es ist ziemlich viel im Chat gelaufen. Nur alles, was im Chat läuft, tendiert dahin, dass es verschwindet und weg war. Wenn es euch recht ist, kann ich auf die letzte Frage kurz eingehen. Ja, bitte. Es gab jetzt schon einige Kommentare zum Thema bidirektionales Laden. Vielleicht ein paar Kommentare. Punkt 1, es gibt eine ISO-Norm, die ISO 15118, und da gibt es jetzt die Version 2, also 15118-2. Die sollte nach meinem Wissensstand im ersten Quartal jetzt final verabschiedet werden. Das ist die Voraussetzung, dass Vehicle-to-Grid oder Vehicle-to-Home, also in jegliche Richtung, wo aus dem Auto wieder der Strom zurückfließt, jetzt dann offiziell möglich werden. Wen es interessiert, wie das in großem Maßstab ausschauen kann, dem empfehle ich einen Blick nach Utrecht in den Niederlanden zu werfen. Die haben sie jetzt ausgerufen, dass sie im großen Maßstab bidirektionale Lademöglichkeiten vorsehen, also auch öffentliche Ladestellen, die bidirektional interessanterweise auf AC-Basis sein werden. Die arbeiten mit Renault und Hyundai mit dem IONIQ 5 da zusammen und auch mit der Sion Motors, wenn die jemals ein Auto bauen werden. Das ist der Kommentar 1. Also die Norm wird demnächst verabschiedet und es gibt Vorzeigeprojekte, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Das zweite ist, dass ein großer Player auf diesem Markt, nämlich VW, jetzt angekündigt haben, dass alle MEB-Baukastenmodelle, also alle, die ID heißen, ID3, ID4, ID5 und natürlich auch die aus den Konzerntöchtern Audi etc. und Skoda, alle mit einem 77 Kilowattstunden Akku und größer werden mit Software-Update bidirektional fähig werden. Und VW wird auch bidirektionale Wallboxen verkaufen. Und ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen. Bisher gibt es ja einen einzigen Anbieter am Markt, der das wirklich in der Praxis umgesetzt hat. Das ist Nissan mit dem CHAdeMO-Anschluss. Und die meisten CHAdeMO-Autos könnten das wahrscheinlich technisch auch. Aber es gibt eben sehr wenige Angebote von Wallboxen. Es gibt die Firma Wallbox Charger, die den Quasar Charger zur Verfügung stellt und jetzt in Amerika mittlerweile auch als Insellösung, also als Standalone-Lösung, als Ausfallsicherheit USB-Konzept auch anbietet. Aber wenn einmal VW hineinfährt und sagt, alle meine Autos, und sie sind mittlerweile mit 25% Marktanteil in Österreich unterwegs und mehr, an den Elektroauto-Neuzulassungen. Und wenn die einmal rauskommen und sagen, meine Auto können es und ich biete auch die Wallbox an, könnte sich da was tun. Aber ich bin grundsätzlich beim Peter, stationärer Speicher
ist natürlich flexibler und auf den kann ich zählen. Ob das Auto immer angesteckt ist, ist natürlich in diesem Konzert immer eine Frage. Und ob die Batterie das aushält, ist auch eine Frage, die natürlich geklärt werden muss. Aber da kommt Bewegung hinein zum Thema wirklich to grid und wirklich to home. Bin schon wieder ruhig. Ich denke jetzt, dass diese interessante Maßnahme am Ende sozusagen der ganzen Wirkungskette ist. Und ich denke mal, dass es auch notwendig ist, dass man Konzepte dahinter hat, die über das Ende der Wirkungskette weit hinausgehen, weil es muss ja ein Gesamtkonzept da sein. Und das ist das, was man fehlt. Und daher ein Stückwerk zu erwarten letztendlich. Und das ist für technisch denkenden Menschen ein bisschen zu wenig. Aber was auch Österreicher, aber nicht nur Österreicher gelernt ist, ist, dass es immer nur ein Stückwerk ist oder so ein Landfall. Naja, also meine Meinung dazu, du hast natürlich immer zwei Seiten bei dem Ganzen. Alles, was standardisiert ist, ist klarerweise langsamer. Bis man sich auf Standards geeinigt hat, vergeht einfach viel Zeit. Und alles, was von der Basis sozusagen ad hoc einfach gemacht wird, ist dann natürlich Stückwerk. Und das ist wahrscheinlich ein Problem, das wir immer irgendwo haben. Es etablieren sich ja gerne bei einfacheren Themen dann so de facto Standards. Ich meine, gerade in der IT kennen wir das seit vielen Jahren, die ganze RFC-Geschichte. Da hat halt irgendein Nerd irgendwas schnell programmiert und das wird dann zum de facto Standard. Und dann durchläuft man mehrere Iterationen und dann wird es immer stabiler und dann läuft es seit 100 Jahren. Also IPv4 oder was auch immer funktioniert ja genauso. Aber im Energiemarkt, wo es wahrscheinlich um andere Größenordnungen geht, da ist es halt schwer. Und was ja jetzt neu dazugekommen ist, ist ja jetzt plötzlich diese Dringlichkeit des Themas. Weil wir haben jetzt plötzlich mit der Klimakrise das Thema innerhalb von, ich sage einmal, maximal 10 Jahren einfach in allen Lebensbereichen einen völligen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Und das ist die Schwierigkeit. Das Stromnetz, das wir jetzt haben, das ist 150 Jahre alt ungefähr. Und das ist halt gewachsen von den Entwicklungen und wie sie das halt ergeben hat. Und jetzt ist es halt so. Und jetzt plötzlich stehen wir vor der Problematik, dass wir innerhalb von 10 Jahren ungefähr das Ganze durch den Wolf drehen müssen, mehr oder weniger. Und das scheint mir die Schwierigkeit der Übung zu sein. Ja. Ich habe nichts dagegen, dass sich da Vielfalt entwickelt, so wie du das angesprochen hast. Und Normierung das halt nur zum Teil erfassen kann, das passt schon. Aber wenn es vielfältige Ideen eines Gesamtkonzeptes gibt und das eine eben arbeitet nach dem Konzept und das andere eben nach anderen, dann werden die nicht zusammenfinden. Und als gelernter Österreicher habe ich festgestellt, dass unsere Politik immer dann, wenn sie visionäre Dinge umsetzen soll, am Konzept scheitert, weil es nicht da ist. Ja, also gerade jetzt, was den Energiemarkt betrifft, sehe ich das nicht unbedingt so, weil zum Beispiel das Smart-Meter-Geschichte ist ja eine völlig klare Geschichte. Also das scheitert nicht am fehlenden Konzept, sondern an der fehlenden Umsetzung. Das, zum Teil scheitert es eher dann daran, dass wir gerade in Österreich dann versuchen, dann noch irgendwelche Dinge drüber zu legen. Wir sehen das ja zum Beispiel in der Photovoltaik. Da gibt es klare Geräte mit CE-Zulassungen europaweit und trotzdem bilden sich manche österreichischen Netzbetreiber ein, dass da noch irgendwelche Ebenen an Geräten oder was auch immer drüber gelegt werden müssen. Und ich glaube eher, dass wir uns auf die Art behindern. Also wenn wir einfach nur das machen würden, das vielleicht sogar schon wo in einem Gesetz drinnen steht, dann wäre vieles eh einfacher. Zum Beispiel das mit dem Elbock 2017. Also wenn man das einfach gescheit umgesetzt hätte. Aber ja. Ja, gibt es noch Fragen aus dem Auditorium? Ja, ich wollte mich dazu melden, wenn ich darf. Hören Sie mich? Ja. Wir hören Thomas, die sehen Thomas, die Fuß nicht. Ja, bei mir ist dunkel ein bisschen. Und zwar möchte ich wieder zurückkommen auf dieses Rückladen von den Elektrofahrzeugen. Das Problem ist dort, wie bei allen diesen Fragen der alternativen Energien oder der erneuerbaren Energien, die Mengenfrage.
In Deutschland hat erst der Minister vor kurzem zugeben müssen, dass die bisherigen Abschätzungen der dort erforderlichen Ladestationen nicht in der Größenordnung von 100.000 sind, sondern von ein paar Millionen. Und genauso ist es bei uns. Wir sind momentan stolz darauf auf 20.000. Dabei braucht man allein 400.000 Ladestationen ungefähr bei Normalladung, also mit 11 Kilowatt, ja, um überhaupt allen Kraftfahrzeugen die Energie zukommen zu lassen in Zukunft, die sie zum Fahren brauchen. Wenn jetzt aber diese Fahrzeuge auch noch zurückladen müssen, ja, dann müssen die eine gewisse Zeit dort stehen bleiben können, auch bei den Ladestationen. Das heißt, es funktioniert eigentlich nur für Ladestationen, die im Privatbereich angesiedelt sind. Und dort wird aber wahrscheinlich die Anzahl der insgesamt verfügbaren Ladestationen sehr begrenzt sein, um da wirklich eine Wirksamkeit fürs öffentliche Netz zu erreichen. Weil aus öffentlichen Ladestationen wird man das wahrscheinlich nicht erreichen. Danke, wie ist da Ihre Meinung dazu? Naja, also ein Thema, das auch sehr gerne übersehen wird: Wir gehen in allen diesen Diskussionen davon aus, dass die Mengengerüste einfach so, wie sie sind, fortgeschrieben werden. Wir wollen jedes Verbrennerauto durch ein Elektroauto ersetzen. Und da liegt schon einmal grundsätzlich der Denkfehler, weil die Wissenschaft oder der wissenschaftliche Konsens oder auch in Wirklichkeit das praktische Leben zeigt uns ganz klar, die 2 Millionen Autos aus der Großstadt Wien, die gehören zu mindestens 3/4 einfach weg. Das ist ja nicht mehr haltbar. Und zwar nicht nur aus energetischen oder ökologischen Gründen, sondern weil es aus verschiedensten Gründen einfach keinen Sinn mehr macht. Weil wenn wir wissen, dass der zu Fuß gehende Mensch nur ungefähr ein 1/20 Platzbedarf hat im Vergleich zu einem Auto, wo auch nur einer drinnen sitzt. Also dort sind die grundsätzlichen Probleme und das zieht sich ja durch alle Lebensbereiche durch, weil wir können uns weder ernähren vollständig durch Fleischkonsum, weil wir müssen auch dort zu einem neuen Mengengerüst kommen. Wir können auch nicht alle Leute weiterhin in Einfamilienhäuser auf der grünen Wiese wohnen lassen, weil sich das einfach nicht ausgeht und das haben wir quer durch alle Lebensbereiche. Aber darf ich da kurz unterbrechen? Da ist ja genau das Problem. Ich bin vor kurzem, habe ein Gespräch mit einem Verkehrsplaner Wien gehabt, im Zusammenhang mit den neuen Stadtentwicklungsgebieten, und habe ihm darauf aufmerksam gemacht, dass in Zukunft wahrscheinlich Individualverkehr, egal mit welcher Antriebsart, nicht mehr möglich sein wird, in dem Umfang, wie wir es bisher gewohnt sind. Da hat er mich groß angeschaut und gesagt, ja, E-Fahrzeuge, Elektromobilität ist doch die Lösung aller unserer Probleme. Wenn das jetzt ein Verkehrsplaner sagt, der jetzt in Stadtentwicklungsgebieten arbeiten müssen, die in 30 Jahren dann dafür geeignet sein sollen, um dann den dort dann geänderten Verkehr entsprechend abwickeln zu können. Ich meine, da gibt man die Kugel, da können wir nur mehr schwarz sehen. Was tun wir, dass wir das endlich unter die Leute bringen, diese Information? Naja, also wir leben in einer Demokratie in Wirklichkeit und wenn genug Leute auf die Freitagsdemos gehen oder wohin auch immer, dann werden möglicherweise kluge Dinge von der Basis passieren. Und wenn wir es in unserer Demokratie zulassen, dass die Macht halt von großen und mächtigen und mit prallen Geldbeutel gefüllten Lobbys ausgeübt wird, dann wird halt das passieren. Und auch bei Verkehrsplanern oder egal, auch in der seriösen Wissenschaft ist immer die Frage nach der Objektivität zu stellen, weil wir wissen ja auch, in der seriösesten Wissenschaft sitzen zum Teil Leute. Es gibt ja jetzt, also aus der Rassismus- und Antirassismus-Diskussion ist ja dieses neue Narrativ der alten Schwarzen, der alten weißen Männer gekommen und das verwende ich auch immer wieder gern, dass ich sage, alte Männer in alten Konzernen. Weil wenn in einer Konzernführung von einem Energiekonzern oder auch Autokonzern halt alte Männer sitzen, die 60 Jahre lang wunderbare, schöne Dieselmotoren entwickelt haben, dann werden das möglicherweise nicht die sein, die eine Elektromobilität objektiv beurteilen können. Aber wir sind auch mittlerweile alte Männer und haben ein bisschen andere Meinung. Naja, aber wir sind halt nicht unbedingt halt in unserem demokratischen System die Mehrheit. Und das ist das Dilemma. Okay, danke. Ja, vielleicht ein Statement von mir noch. Wie der Peter und einige andere wissen, habe ich auch vor vielen Jahren schon begonnen, alle möglichen Alternativsachen ins Haus einzubauen. Wärmepumpe in den 80ern,
Photovoltaik 2012. Aber meine Erfahrung ist, ich habe fast alles selbst gemacht, mit Handwerkern unerschwinglich. Es ist schwierig, überhaupt Handwerker zu finden, die ein Grundwissen, geschweige denn ein Detailwissen in den Bereichen haben. Der Wartungsaufwand ist zum Teil ein beträchtlicher. Ich habe nur bei meiner Photovoltaik festgestellt, die ist jetzt 8 Jahre alt, hochwertige Markenpaneele. Und ich mache mir heute halt die Arbeit, dass ich die genauer anschaue ab und zu, durchmesse die Stringspannungen und so Sachen. 25% der Paneele haben einen Knacks. Da ist ein Drittel oder zwei Drittel defekt durch Kontaktierungsfehler, haben Brandstellen durch Abschottungen und alles Mögliche. Also ich gehe davon aus, in sehr vielen Anlagen wären Defekte da, so die Leute merken es nicht, weil sie es nicht so genau anschauen. Wer macht das? Wir haben nicht so viele Handwerker. Wir haben auch in der Zukunft nicht die Handwerker, die das aufs Dach schrauben und dann in Schwung halten. Ja, gut, guter Punkt. Auch der geht quer durch alle Lebensbereiche. Ist ja auch in der täglichen Diskussion angekommen. Wir diskutieren gerade tagesaktuell über das Pflegeproblem in den Spitälern und es geht quer durch alle Lebensbereiche. Und es ist aus meiner Sicht halt ein jahrzehntelanges Systemversagen. Also mein Vater war zum Beispiel, er ist jetzt schon 30 Jahre in Pension ungefähr, seinerzeit auch konfrontiert gewesen mit Lehrlingsausbildung. Und der hat damals schon gesagt, wenn wir den Lehrberuf vor die Hunde gehen lassen, dann werden wir in der nächsten Generation keine Handwerker mehr haben. Ich habe selber in meinem Berufsleben in großen Industriebetrieben gearbeitet, wo wir am Anfang Lehrlinge ausgebildet haben. Also da hat es große Lehrwerkstätten gegeben und es waren wirklich gute Ausbildungsschienen. Und das System ist halt dann in die Richtung gekippt. Naja, die gehen dann eh weg und suchen sich andere Jobs. Ja, warum? Weil man sie schlecht behandelt hat, so wie man heute das Pflegepersonal schlecht behandelt. Oder in der Bildung, die beginnt schon bei der Elementarpädagogik, die Leute schlecht behandelt, schlecht bezahlt. Und das sind einfach gesellschaftliche Verwerfungen, die halt dazu führen, dass wir als ganzer Kontinent, als Europa, da in ein Problem laufen. Und das haben wir in allen Branchen. Weil wenn wir das Billigere wählen, indem wir irgendwo bei Amazon oder wo draufklicken und 2 Tage später ist es dann im Postkastel und dabei aber übersehen, dass wir damit einfach die ganze Basis verlieren von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und das ist nicht lösbar. Also das, was du erzählst, dieses Szenario, da kann ich dir nur beistimmen. Also ich wohne jetzt seit 30 Jahren in meinem selbstgebauten Einfamilienhaus und habe da außer irgendwelchen Pflichtbesuchen von Handwerkern, weil halt da alle 10 Jahre ein Elektrobefund oder was gemacht werden muss, praktisch keine Handwerker in meinem Haus gemacht, weil man alles selber macht. Und es gibt tatsächlich in ganz vielen Bereichen einfach keine guten Leute mehr. Aber das ist ein ganz anderes Problem auf einer ganz anderen, viel höheren Ebene, das aber wahrscheinlich, also das ist meine Prognose, zu noch viel stärkeren gesellschaftlichen Verwerfungen führen wird, weil man einfach in Europa ja zum Beispiel nicht imstande sind, wir sind ja auch nicht imstande, Elektroautos zu bauen. Wir waren jetzt 100 Jahre imstande, wunderbare Dieselmotoren mit Einspritzpumpen zu bauen, wo da in einer Einspritzpumpe mehr Teile drinnen sind wie mein Elektroauto im ganzen Antriebsstrang. Das ist eine schöne Geschichte. Aber in Europa bringen wir weder Elektroautos noch Lithiumbatterien oder überhaupt Batterien zusammen und, oder Smartphones. Also das ist ein ganz spannender Punkt, den du da aufwirfst, aber auf den weiß ich keine Antwort. Oh ja, ich weiß schon eine Antwort. Das wird eben in Zukunft alles von China oder möglicherweise von Afrika gemacht werden. Ich glaube, es sind 2 Probleme da. Zum ersten einmal, wenn man sich den Nachwuchs anschaut, an Technik sind immer weniger interessiert. Die Leute wollen Work-Life-Balance, wollen ein angenehmes Leben führen, viel Geld verdienen, Influencer sein oder was weiß ich, Yoga-Lehrer, you name it. Aber du wirst sehr wenig Leute finden, die ihren Lebensinhalt im Schrauben sehen. Das ist einfach selten. Das machen die Leute, die keinen anderen Job von ihren geistigen oder lerntechnischen Fähigkeiten her machen können. Und genau die hast du dann. Das sind Lehrlinge, die funktionale Analphabeten sind.
weil anderer greift da kein dreckiges Werkzeug mehr an. Ja, aber weil es schon im Kindergartenalter nicht mehr attraktiv gemacht wird. Ich bin aufgewachsen in einer Handwerkerfamilie und ich habe schon als Zweijähriger irgendwelche Kühllampen in die Steckdosen gesteckt und mal mit dem Hammer, mit dem echten Hammer des Vaters am Daumen hauen können. Und ich habe das geschätzt und geliebt. Und heute wischen halt die Zweijährigen schon am Smartphone herum. Darf ich kurz unterbrechen, bitte? Weil es gibt auch Fragen von Leuten, die sich nicht mit Handheben zu Fragen melden, sondern die schreiben was im Chat und gehen unter. So zum Beispiel hat der Adolf Oberleitner eine Frage zum Akku und stellt sie nicht, außer dass er sie im Chat schreibt. Also ja, bitte, Adolf, könntest du bitte dein Mikro einschalten und fragen? Mir scheint jetzt gar nicht mehr an seinem PC-Platz. Der sitzt dort, wo er uns hört. Der Nächste, der was wissen wollte oder gesagt hat, war ein gewisser Gerhard zur Klimakrise. Wenn du was Schönes beizutragen hast, warum sagst du es uns nicht? Das liest eh kein Mensch, wenn es im Chat steht. Na geh, Georgi. Wieso lesen die Leute nicht? Meine Erfahrung ist ganz gegenteilig und ich habe mit Webkonferenzen schon vor 15 Jahren gemacht. Ja, Gerhard, aber das sollte der Peter beantworten, weil immerhin ist der gelegen. Das war ja auch keine Frage, sondern nur ein Kommentar. Und deswegen habe ich es auch jetzt nicht in die verbale Runde geworfen. Ja, das ist deine Entscheidung, okay. Gut, ja, das war aufgearbeitet. Geht schon weiter. Ja, weitere Fragen. Ja, noch einmal, ich will nicht jetzt die ganzen Fragen aufwerfen, aber es hat sich da bloß was aufgestaut. Wenn man zum Beispiel auch erneuerbare Sachen, ich habe viele Jahre verbracht, Sachen zu reparieren, beruflich und so. Ich denke immer, wer hält das in Schuss? Wenn ich mir jetzt eben Photovoltaik anschaue, 1 Million Dächer, und ich gehe davon aus, sind wir optimistisch, die halten 20 Jahre, dann kann ich jedes Jahr ungefähr 500 Hektar Photovoltaik schreddern. Nur als ein Beispiel. Also auch wenn das schöne, neue, tolle Alternativenergien sind, die ich auch selber verwende, so ganz grün sind die wieder auch nicht. Ja, müsste man sich den CO2-Abdruck der Photovoltaikmodule durchrechnen. Ich habe irgendwo so im Hinterkopf eine Information, dass sich der CO2-Abdruck des Moduls irgendwo in einem halben Jahr, Jahr oder so angeblich, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe es nur so im Hinterkopf, schon amortisieren würde. Aber natürlich sind genau diese Fragen auch spannend. Drum aus meiner Sicht eben ganz wichtig, natürlich müssen wir Energie einsparen. Also das ist ja immer wieder auch der Fokus, dass man sagt, über jede eingesparte Kilowattstunde müssen wir uns keine weiteren Gedanken machen, wie wir die substituieren oder die Effizienz verbessern. Jeder Kilometer, den wir nicht motorisiert fahren, sondern zu Fuß gehen, oder jedes Stück Fleisch, das wir nicht essen, oder was auch immer, also jedes Smartphone, das wir nicht wegwerfen, das ist sofort eingespart. Und darum glaube ich ja auch, dass wir bei all diesen Diskussionen einfach vergessen, vorher zu sagen, okay, aber natürlich müssen wir mal von diesem ökologischen Fußabdruck, den wir insgesamt als Gesellschaft haben, runterkommen, weil diese 20 Tonnen CO2 eins zu eins durch Bau von Photovoltaikanlagen oder Elektroautos oder was auch immer zu ersetzen, das kann sich nie ausgehen. Nämlich in all den anderen Lebensbereichen auch nicht, ob das die Ernährung ist oder der Flächenbedarf beim Wohnen oder die Phosphorgeschichte auch in der Nahrungskette oder auch irgendwelche Antibiotika-Themen oder auch Corona hält uns ja auch den Spiegel vor. Also da krankt sie ja auch wieder querbeet. Nur die Frage, die sie jetzt stellt, wir sind jetzt schon sehr weit off-topic, ob wir nicht nochmal eine kurze Fragerunde machen sollten zum eigentlichen Thema hier und das andere gegebenenfalls sowieso vertagen müssten, weil diese sehr weit geführte philosophische Diskussion einfach sich da jetzt auch zeitmäßig, glaube ich, nicht mehr gut ausgeht. Adolf Oberleitner wollte wissen, ob du die Batterien, die Akkus alles selber gebaut, verbaut oder wie auch immer hast, aber er
hat sich ja, also, ja, da gibt's einige Publikationen dazu. Also das sind 2000 Notebook-Akkus, die im zweiten Lebenszyklus einfach jetzt zu dieser 60 Kilowattstunden Batterie als Pilotprojekt neu zusammengebaut wurden. Einfach einmal auch ein bisschen, um Erfahrung zu gewinnen, wie lange hält das dann noch? Ja. Wo kauft man 2000 gebrauchte Notebook-Akkus oder hast du die von Flohmärkten zusammengetragen oder auch bei 40 abgeholt? Naja, das ist eine lange Geschichte, die damit begonnen hat, einzelne solche Akkus über eBay wo abzuholen. Also da bin ich zum Teil mir um einzelne Akkus zu holen mit der Tram irgendwo eine Stunde durch Wien gefahren. Und das Ende war dann, dass ich mit dem Privatauto nach Regensburg gefahren bin und mir dort bei einem großen gewerblichen Notebook-Refurbisher in 400 Kilo Tranchen jenseits jeder gesetzlichen Umsaußen das einfach geholt habe. Also da habe ich im Vorfeld versucht, da mit dem Abfallwirtschaftsverbund zu reden und der hat dann verzweifelt gesagt, na, da sind ja mindestens 6 Ministerien zuständig, was sie da machen wollen und dann habe ich es einfach getan. Also passieren hätte nichts dürfen. Weil in Wirklichkeit, auch das geht ja fast wieder ein bisschen in die Richtung, was der Günther zuerst angesprochen hat. Wir haben ja in unserer Gesellschaft jedweden Hausverstand abgeschafft zugunsten von tausendseitigen Gesetzestexten, wo drinnen steht, was wir alles nicht wollen und sollen und dürfen. Und auch da wieder cui bono. Natürlich profitieren da wieder alle möglichen Firmen, wenn wir eben Akkus nicht recyceln, sondern jeweils neu kaufen oder was auch immer. Und das führt uns auch leider ja an den Abgrund. Das ist ja genau das, was derzeit passiert, weil mit unserer europäischen Wegwerfkultur haben wir einfach wirklich massivste Probleme. Weil egal, ob das jetzt die weggeschmissenen Nahrungsmittel sind, wo wir ja wissen, dass man ungefähr die Hälfte, so lange hat man gesagt, ein Drittel werfen wir weg, neuere Studien kommen zum Schluss, wir werfen die Hälfte ungefähr weg. Und das ist eben auch bei diesen Akkuzellen so. Und auch für die Stationärbatterien ist aus meiner Sicht der klar vorgezeichnete Pfad, es müssen einfach aus der Elektromobilität die Akkus, die dort dann am Ende der Nutzbarkeit sind, weil sie eben nur mehr 80% Kapazität oder was auch immer haben, in den Stationärmarkt kommen. Nur werden wir daran möglicherweise scheitern, weil über Produkthaftung und Versicherungsgeschichten und so, das einfach nicht auf die Reihe zu bekommen sein wird. Kein Versicherer wird eine Second-Life-Batterie versichern, kein Handwerksbetrieb kann dafür irgendeine Gewährleistung abgeben, all diese Geschichten. Das heißt, wir werden das einfach schreddern. Falsch, wir werden es nach China führen und dort wird es geschreddert werden und China wird uns eben neue Zellen verkaufen. Und das werden wir so lange machen, bis wir es uns nicht mehr leisten können. Vielleicht ein Beispiel dazu. Halt, der Erich Beckert hebt seit langer Zeit schon die Hand und du, Günther, hast das nicht getan. Jetzt kommt der Erich Beckert dran. Ich halte mich halt an die Regeln, ne? So wie sie es gehört. Deswegen sage ich ja, du bist dran. Okay, folgende Frage. Du hast ja vorhin in deinem Vortrag dieses Kistel da gezeigt mit dem Angebots- und Bedarfslampenanzeige. Von E-Friends war das? Keine Ahnung. Oder? Die Frage stellt sich für mich, ist das dafür gedacht, um dann den richtigen Zeitpunkt zu wählen und sich netzkonform zu verhalten und irgendwas ein- oder auszuschalten? Oder ist es mehr oder weniger nur so quasi, um eine Visualisierung des Gesamteindrucks zu haben, ohne jetzt so irgendwelche Schaltvorgänge durchzuführen? Ja, also das ist beides in Wirklichkeit. Also das ist natürlich die Visualisierung, um auch eine Meinungsbildung zu unterstützen. Weil das Problem ist, die meisten Haushalte wissen ja über ihre Energieflüsse überhaupt nicht Bescheid. Wann beziehe ich wie viel? Und das ist schon mal durchaus spannend. Weil die meisten beziehen ja nur, die liefern ja nicht. Ne? Die brauchen das dann nicht. So ist es.
Aber was in Wirklichkeit passieren muss, es muss einfach schon in eine Automatisierung laufen, weil es kann nicht sein, dass man immer lauern muss, wann schalte ich die Waschmaschine ein. Das wollte ich damit sagen. Ja. Das heißt, das ist ja schön und gut, ja, aber es war natürlich daran zu streben, dass unter Verwendung dieser Daten, die es offensichtlich momentan nicht gibt, ja, eben diese günstigsten Zeitpunkte ermittelt werden, wann ich mein Geschirrspüler jetzt einschalte. Mir ist nur wichtig, er sollte jetzt bis am nächsten Tag irgendwann gewaschen haben. Wann er dann wirklich eingeschalten wird, ist eigentlich wurscht. Dann, ja. Und ja, genauso vielleicht für die Waschmaschine oder sowas auch. Ne? Ja, aber auch da bitte ich um das Gedankenspiel, weil das ist jetzt genau wieder die Geschichte mit der Drehscheibe. Wenn ich jetzt im Haushalt 10 Geräte habe, wo ich mir überlegen muss, wann, welches Gerät, wie etc., ist nicht dann meine Stationärbatterie einfach die Drehscheibe, so wie ich meinen Haushalt betreibe? Nein, sicher nicht, weil auch die Stationärbatterie Grenzen hat und sicher ja haben wir, dass die Stationärbatterie möglichst lange hält. Das heißt, auch in dem Sinn ist es auch daheim nur sinnvoll, die Stationärbatterie entweder in Notfällen einzusetzen, das heißt, wenn wirklich von außen aus irgendeinem Grund nichts kommt, oder wenn ich zufälligerweise irgendwo eine Leistungsspitze habe, die ich nicht vermeiden kann, ja, und die ich aber dann, mit der ich dann über die Batterie dann diese Leistungsspitze kappen kann, zum Beispiel nicht in eine neue Tarifstufe oder sowas einrauscht damit. Ne? Naja, ja, nur werden die Batterien billiger, leistungsfähiger. Und damit stellt sich die Frage, lohnt es dann überhaupt noch? Und da kann ich jetzt nur aus meinem Erfahrungsschatz berichten. Und meine Batterie ist sogar eine Second-Life-Batterie und läuft mittlerweile seit vielen Jahren. Und in meinem Haushalt funktioniert es so, dass mittlerweile meine Frau weiß, dass man die Geräte nach Möglichkeit nicht alle gleichzeitig einschaltet, sondern der Reihe nach. Und sie fragt dann schon, okay, wie schaut es aus? Und ich sage dann, Batterie ist voll, du kannst alles einschalten. Also beliebig viele Waschmaschinen, Trockner etc., aber halt schön der Reihe nach. Und das geht wunderbar. Und da besteht dann keine Notwendigkeit mehr, jetzt diese Geräte auch steuern zu müssen. Weil das würde ja dazu führen, dass jetzt jedes Gerät computerisiert sein muss. Nein, das ist nicht so schlimm. Naja, das ist schon. Das brauche ich nur einen Schalter, mit dem es eingeschalten werden kann. So Schalter kriegst du, abgesehen von der Leistung jetzt natürlich, mittlerweile fast in jedem Supermarkt, bei jedem Elektronikhandel zum Kaufen. Es ist nur die Frage, wie du die dann einbindest in so eine Hausautomatisierung, die du vielleicht sowieso hast und die du eben unter Energieaspekten dann halt auch noch steuerst. Dann, ne? Ja, aber er räumt sich auch nicht selber ein und aus. Also, ja, das muss natürlich machen, klar. Gut, das ist nur der Einschaltzeitpunkt. Ich darf das ein bisschen einbremsen. Weil ein Statement hat alles der Günther dran. Die Geschichte mit dem simultanen Betrieb von größeren Verbrauchern, Peter, die du angesprochen hast, die hat man früher ganz einfach gelöst. Die Absicherung war so schwach, dass die Sicherung fliegt, wenn man zu viel einschaltet. Das ist heute aber nicht mehr so. So, oh, in Wirklichkeit ist das heute schon auch noch so. Ja, aber nicht 10 Ampere mehr. Halt in Wirklichkeit die Sicherungen zu stark. Und das schließt sich ein bisschen der Kreis. Ja. Das ist die Geschichte mit der Netzbereitstellung. Weil wir haben ja im Privathaushalt in Wirklichkeit nur eine Netzbereitstellung von 4 kW. Das heißt, es genügt ja eigentlich eine 16 Ampere Sicherung und damit ergibt sie dann automatisch wieder, dass ich die Geräte schön der Reihe nach einschalte. Ja, also gut. Das ist aber genau die Geschichte mit dem Hausverstand. Gut, Günther, du bist dran. Ja, jetzt muss ich aber auf die vorigen Fragen auch noch ganz kurz ein bisschen eingehen. Und zwar, das mit der Sicherung gibt es noch immer, zum Beispiel in Tschechien. In Tschechien gibt es da auch an, die 4 Kilowatt. Und da ist irgendwas im Zähler, glaube ich, eingebaut, hat mir einer erzählt, wo die beinhart abschalten. Nicht der Sicherung, sondern wird beinhart abgeschaltet und dann irgendwann wieder eingeschaltet. Und die machen dort zum Beispiel Akkus, damit sie gleichmäßig aus dem Netz beziehen und eben die Lastspitzen kappen. Also das ist durchaus noch üblich, halt nicht in Österreich. Ja, das Zweite ist, was ich ursprünglich sagen wollte, weil du gesagt hast, Europa, seltsame Vorschriften, viel wird weggeworfen. Ich lese sehr viel in Australien, weil die Australier durch ihre Outback-Erfahrung haben sehr viele Inselsysteme interessiert, wie die das machen. Technisch echt top, die machen sehr viel selbst. Und dort ist es ein Gesetz. Ein Photovoltaikmodul ist nur immer 2 Jahre zugelassen, rein von der Typenzulassung.
und danach muss es sehr aufwendig und teuer wieder neu zugelassen werden, wenn man es wieder in den Verkehr bringt. Das heißt, ein gebrauchtes Modul muss dort geschreddert werden, weil es ist absolut und völlig illegal, das irgendwie in eine Photovoltaik einzubauen, die mit dem Netz in Verbindung steht. Da kommt fast die Polizei. Also, es gibt Länder, die nur Bläder sind. Wollte ich nur einmal feststellen. Das heißt, bei uns ist noch Luft nach oben. Ja, und einer der Gründe, warum die zum Beispiel nicht zugelassen wurden, wenn sie nur 4 Erdungslöcher im Aluminiumrahmen haben, aber es sind jetzt gesetzlich 6 Erdungslöcher vorgeschrieben. Und die nachträglich zu bohren, ist völlig illegal. Das ist stark. Also ich sage nur, es ist wirklich Luft nach oben. Wir sind so im Mittelfeld, würde ich sagen. Gut, wir haben jetzt ungefähr 2,5 Stunden Veranstaltungslaufzeit. Und wie lange soll man sie noch weiter betreiben? Tschüss, Gerhard, Papa. Wer hat noch Fragen? Wer möchte noch? Aber ich würde sagen, eine Viertelstunde, würde ich sagen, Habe ich noch auf, dann gehe ich ans Abendessen. Und wenn ich gehe, dann gehen alle. Weil ich werde es einfach auch dran. Hunger. Wer ist dran? Ja, Norbert, bitte. So, jetzt habe ich es geschafft, mein Mikrofon wieder einzuschalten. Sehr gut. Hey, es ist ausgeschalten, einschalten, Norbert, nicht ausdrehen. Jetzt ist aber eingeschaltet. So ist es, sprich. Ja, sorry. Ich habe keine explizite Frage. Ich wollte mich nur erstens einmal beim Peter bedanken für diesen wirklich irrsinnig interessanten Vortrag. Denn es ist noch viel komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Ich kann mir jetzt nur beim besten Willen nicht vorstellen, wie wir bis 2030 angeblich mit Alternativenergien sozusagen dekarbonisiert sein sollen, mit all der Komplexität, die ja noch gelöst werden muss. Also ich fürchte, ich werde es nicht mehr erleben. Überleben hoffentlich ja schon, aber nicht mehr erleben. Und was mir noch aufgefallen ist, also gerade in Städten, wo viele Leute in Mietwohnungen leben und gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt zum Beispiel Photovoltaikpaneele irgendwo zu installieren und wahrscheinlich sich auch mit dem Thema gar nicht beschäftigen, denen geht es eigentlich nur darum, dass sie möglichst günstig Energie beziehen und vor allem, dass das planbar ist. Ich sehe jetzt, das wird doch dazu führen, dass man jetzt gar nicht im Vorhinein sagen kann, wie hoch die Stromrechnung im nächsten Jahr sein wird. Also ich glaube, das wird politisch ziemlich auch Probleme aufwerfen, weil da werden dann ein paar Leute rebellieren, wenn sie sozusagen nicht im Vorhinein planen können, wie hoch ihre Stromrechnung sein wird. Das schreibt halt auf die Geschichte eine andere Lektion, weil wir haben jetzt die Energiewende noch nicht geschafft und wir haben, glaube ich, noch nie seit den letzten Jahrzehnten einen unplanbareren Energiemarkt gehabt wie gerade jetzt. Und künftig wird die 150-Euro-Verteilung der Regierung eine nicht funktionierende, jetzt schon nicht, und dann noch weniger funktionierende Maßnahme sein. Aber um jetzt einen konstruktiven Beitrag noch zu liefern auf diese Fragestellung Stadt-Land. Natürlich ist genau der Schulterschluss zwischen städtischen Bereichen und Umland, also diese Lebensbereiche Stadt, Umland, Land, da geht es ganz stark natürlich darum, welche Solidarleistungen, nämlich nicht nur Energie, fließen da in welche Richtung. Natürlich muss die Energie vom Umland in die Stadt hineinfließen und umgekehrt erbringen die städtischen Gebiete dann andere Solidarleistungen, wie zum Beispiel medizinische Versorgung oder auch Bildung etc. Und ja, natürlich kann ich im Geschosswohnbau keine Photovoltaikanlagen bauen in dem Maß, aber die baue ich eben im Umland. Und das war ja genau auch aus dieser
Folie bei mir mit den grünen und roten Feldern. Ich habe in den letzten 3 Jahren 3-mal so viel Energie eingespeist, als ich im Vergleich bezogen habe. Und wenn genau diese Energie dann in den städtischen Bereich fließt, dann ist diese Geschichte lösbar. Ja, also ich fürchte nur, allein schon, wenn ich an diese Impfdebatte denke, die Solidarität in unserer Gesellschaft wird immer geringer. Und es gibt immer, sagen wir mal, irrationalere Argumente, die Leute auf die Straße oder die Barrikaden treibt. Also ich fürchte, da wird es noch einige Probleme geben, auch jetzt bei der Klimawende. Ja, aber das ist unbestritten. Also. Ja, ich frage mich vorhin, wenn man 400.000 Gasthermen in Wien abbauen will, wie kriege ich die Energie nach Wien rein dann? Also, ich bin vor 2 Jahren, musste ich meine Gasetagenheizung erneuern. Ich habe damals wirklich viel Überlegungen angestellt, das durch eine Luftwärmepumpe zu ersetzen. Also was anderes geht bei mir nicht. Ich wohne in einem Haus mit, also es sind Eigentumswohnungen mit 4 Einheiten und ich habe eine Dachterrasse, da hätte man das aufstellen können. Aber nachdem ich keine Fußbodenheizung habe, sondern ein normales Heizsystem, wäre das ökonomisch, also jedenfalls mit der derzeitigen Technologie, sinnlos gewesen, weil ich einfach zu hohe Vorlauftemperaturen brauche und damit der Wirkungsgrad gering wird. Naja, es gibt Tricks, aber wie gesagt, es sind Tricks. Man kann Heizkörper nehmen, die mit Ventilatoren ausgerüstet sind, sehr leisen PC-Lüftern im Prinzip. Damit kriegt man Luftdurchsatz und auch mit Heizkörpern ist es machbar. Wirklich gut nicht, aber es ist machbar. Gut, Doris und Max meldet sich zu Wort. Ja, hallo. Hallo. Der Max liegt hinter mir schon am Sofa, der schaut sich das schon aus der Ferne an. Oder er horcht mit, aber er schaut nicht mehr mit. Ich habe einen Artikel gelesen, in Wien wird Geothermie genutzt. Also da hat ein Hausblock ist saniert worden, die greifen auf die Erdwärme zurück und können eine ganze Straße damit versorgen. Und in Wien dürfte ein riesengroßes Speicher kann man nicht sagen, es ist sehr viel Vorkommen da und dann kann man eigentlich relativ große Gebiete auf das umstellen. Also das sind jetzt 2 Themen, die du angesprochen hast. Das eine ist der Energieblock Geblergasse, das sind die Zeiningers. Das ist ein ganz entzückendes Architekten-Ehepaar, die dort sehr innovativ tätig waren. Und die nützen oberflächennahe Geothermie. Also das ist genau das, was die normale klassische Erdwärmepumpe ist, mehr oder weniger. Das heißt, die haben im Hof von diesem Wohnblock, ich glaube, ungefähr 30 Tiefenbohrungen gebohrt. Das geht so typischerweise 100, 150 Meter rein. Und dort läuft dann bidirektional ein Wärmepumpensystem, wo im Sommer, wo gekühlt wird, die Wärme hineingepumpt wird und im Erdreich mehr oder weniger gespeichert wird. Und im Winter wird diese Wärme wieder entnommen zum Heizen. Also das ist ein Ansatz, also der technisch natürlich wesentlich attraktiver ist wie diese billigen Luftwärmepumpen, weil es einfach von der Gesamtnutzung her wesentlich spannender ist. Dafür kostet es halt ein Vielfaches, natürlich muss man auch klar sagen. Und das zweite Thema ist die tiefe Geothermie. Da hat es jetzt von Wiener Netze, oder ich weiß nicht genau wer da, also die Fernwärmeleute im Wesentlichen sind da dahinter, hat es ja eine sehr aufwendige Erkundung, eine seismische Erkundung gegeben. Da gab es ja schon einmal ein Pilotprojekt im Zusammenhang mit der Wiener Seestadt. Das ist aber gescheitert. Da war ja der ursprüngliche Plan, die Wiener Seestadt thermisch mit tiefer Geothermie zu versorgen. Da wurden um viel Geld Bohrungen gemacht und ist man aber nicht fündig geworden und darum hat man dort dann einfach ans normale Fernwärmenetz angeschlossen und jetzt gerade, das war jetzt in den letzten Wochen in den Medien,
das läuft jetzt gerade, der Probebetrieb, da hat es irgendwo im Süden von Wien Probebohrungen gegeben. Also diese seismische Erkundung hat ergeben, dass es dort einen Bereich für thermische Nutzung gibt, der vielversprechend ausschaut. Der ist dann eben mit Probebohrungen angebohrt worden. Und da ist jetzt über mehrere Wochen eben eine Probeförderung gelaufen. Da wird tiefes Geothermalwasser mit ungefähr 80, 85 Grad herausgepumpt und das soll dann ins Wiener Fernwärmenetz eingespeist werden. Also grundsätzlich ist tiefe Geothermie durchaus eine mögliche Energiequelle, die aber nicht ganz unumstritten ist. Da hat es schon vor vielen Jahren in der Schweiz Projekte gegeben und die haben aber dann unter anderem zu Mikroerdbebengeschehnissen geführt, weil durch das Entnehmen der Energie sich die Spannungssituation in den Schichten ändert und da alles Mögliche passieren kann. Also tiefe Geothermie ist nicht ganz unumstritten, aber scheint in Ballungszentren mit großen Wärmenetzen durchaus ein Thema zu sein. Also wir haben ja gerade in Oberösterreich, wirst du eh kennen, da raus, das ist da irgendwo in Viertel rauf. Weinberg. Ja, da gibt es mehrere Thermen, da gibt es sogar welche, die mit tiefer Geothermie so hohe Temperaturen nutzen, dass sie sogar mit Kraft-Wärme-Kopplung eben Strom erzeugen können. Also ist durchaus ein Thema, geht, wo eben geologische Formationen sind, also Thermenlinie entlang geht das an wie großen Beitrag zum Wärmemarkt das liefern kann. Also ich bilde mir ein, im Wiener Fernwärmenetz liegt das, was Sie da einspeisen können, irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Nur hat das Wiener Fernwärmenetz noch ein anderes Problem, das auch wieder ein Problem der alten Männer in den alten Konzernen ist. Wir wissen seit vielen Jahren, dass Fernwärmenetze, oder eigentlich müsste man von Nahwärmenetzen reden, verschiedene technische Kriterien erfüllen sollten. Und das ist beim Wiener Fernwärmenetz nicht gegeben. Erstens ist die Vorlauftemperatur viel zu hoch, weil da halt auch leider Abnehmer dranhängen, wie es AKH, die auch Prozesswärme brauchen. Also das Wiener Fernwärmenetz fährt mit einer Vorlauftemperatur, glaube ich, irgendwo von 120 Grad und einigen Bar Druck. Und in Wirklichkeit, aber das nur für wenige Verbraucher, die diese Temperaturlagen brauchen. Und das verhindert aber umgekehrt, dass man dort günstig erneuerbare Energie einspeisen kann. Das ist das eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist die, dass im Wiener Fernwärmenetz ein angeblicher sommerlicher Energieüberschuss für Fernkälte verwendet werden soll. Und Fernkälte überhaupt eine der ineffizientesten energetischen Verfahren ist, weil das einen grottenschlechten Wirkungsgrad hat und es wäre viel besser, sommerlichen Wärmeüberschuss saisonal einzuspeichern, weil im Sommer brauche ich keine Fernkälte, weil im Sommer habe ich durch die solare Verfügbarkeit auch die Möglichkeit für Nahkälte. Aber auch das sind wieder politische Entscheidungen, weil natürlich Großkonzerne wie eben Fernwärme Wien einfach ihr Netz mit möglichst vielen Volllaststunden betreiben will und so Wirkungsgraddiskussionen eher sekundär nur sind oder irgendwo ganz hinten angestellt. Ich wollte noch einen Punkt anbringen zu diesen geothermischen Dingen. Die nicht so tiefen Bohrungen sind auch nicht ganz ungefährlich. Es werden immer wieder mehr Erdschichten verbunden, die nicht verbunden sein sollten. Ist in Deutschland immer wieder passiert, es kommt Wasser hoch, dringt in Anhydritschichten, ist ein Gips ein, der quillt auf und ganze Stadtviertel wurden damit halb zerstört. Und bei tiefer Geothermie, wie du richtig gesagt hast, die Mikroerdbeben, das ist dasselbe bei Fracking. Und in Amerika gibt es jede Menge Probleme mit diesen Mikroerdbeben, die dann gar nicht so mikro sind. Eben bei Fracking werden ähnliche Verfahren angewendet und die Erdschichten wollen das nicht wirklich. Also man muss sehr aufpassen, was man da tut. Es geht gern was schief und wenn was schief geht, wird es sehr, sehr teuer. Ich finde es sehr interessant, wo wir inzwischen gelandet sind. Das heißt, bei der tiefen Geothermie und immer mehr beim Stromnetz. Aber das heißt für mich auf der anderen Seite, dass sich das Ganze jetzt in ein Off-Topic-Palaver weiterentwickelt. Das gehört alles zusammen. Ja, natürlich. Es aber ist Energie. Man darf auch mitbedenken, dass das Ganze aufgezeichnet wird. Und wenn sich das irgendwer anhören will, dann wird damit konfrontiert, wofür er eigentlich gar kein Hirn mehr hat.
Und daher werden wir das Ganze jetzt etwas abbremsen. Wir können ja versuchen, miteinander Verbindung aufzunehmen, um eine nicht aufgezeichnete Palaverstunde zu machen, wenn das Bedürfnis da ist. Aber das war ein Vortrag mit Kommentaren und mit Fragen. Und das artet jetzt ein bisschen aus. Eine Frage noch. Kurz, gibt's, Erich, bitte. Gibt es da irgendwann einmal ein Update zu dem Thema, dass wir so mal in einem halben Jahr, Jahr oder was noch einmal bequatschen, was der Stand der Dinge ist, wenn es vorher nicht im kleinen Kreis schon irgendwelche Informationsaustauschverfahren gibt? Du kannst das ja dann gerne einbringen, wenn es soweit ist. Wir werden ja alle in Kontakt sein oder sein können. Bis jetzt, okay, glaube ich, ist nichts geplant. Okay, aber an dem Thema sollte man dranbleiben. Ja, das ist sehr interessant und wichtig. Es gibt jetzt noch einen zweiten Teil dann. Ja, ja, da bin ich dabei. Monat, ja. Und wenn wir dann in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr oder wie immer ein Update brauchen, was sie inzwischen getan hat. Und der Peter meint, dass auch genug geschehen ist, dass er sich auszahlt, darüber zu reden. Gut, dann soll es sein. Ich freue mich sehr, dass das zustande gekommen ist. Und es war, ist recht viel passiert heute, thematisch und auch von der Intensität. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Teil und bedanke mich bei allen, die da waren, sehr herzlich. Und beim Peter besonders, dass er seine Expertise so hervorragend eingebracht hat. Und das wollen wir ihm auch durch ein Klatschen oder Handheben oder was der Kuck bekunden. Jawohl, genau, danke schön. Damit er auch motiviert ist, nächstes Mal was Schönes zu machen. Kein Problem, auch mein Dank ans Auditorium für die Aufmerksamkeit, für die vielen interessanten Fragen, für die spannende Diskussion. Und ihr habt es hoffentlich gesehen, auf der letzten Folie habe ich euch noch einmal kurz die Mailadresse eingeblendet gehabt. Respektive, wenn wer die Kontaktdaten nicht hat, über den Georgi bitte jederzeit gerne. Ihr könnt mir Mails schicken und wir können uns auch gerne dann zu einzelnen Fragen oder was auch immer weiter austauschen. Ich habe ja einen Fehler gemacht. Ich wollte die Leute, die sich bei Club Computer angemeldet haben und den Link zur Teilnahme bekommen haben, im BCC-Field eintragen. Ich habe sogar ins CC-Field eingetragen. Jetzt kann auch jeder, der diese Nachricht bekommen hat, auch wissen, wer ist und auch dann auf die E-Mails zugreifen. War nicht geplant, war mein Fehler, Entschuldigung, aber hat einen Vorteil natürlich auch. Das kann der Erich dem Peter schreiben. Super, danke. Ja, super. Dann werden wir jetzt einmal die Aufzeichnung beenden.